Ja, ich zeige jetzt also meine Lieblings-Locals, ne? Über 9000, ja, kleiner Scherz. Da ist es, ne? Ich hätte ansonsten auch jetzt. Bernd. Bernd? Von Krautschan. Ist das so? Habe ich noch nicht gecheckt. Ach, was hier immer alles für Server sind und so, ne? Ja, also da ist es, ne? Jetzt hat leider der Beamer irgendwie eine Auflösung von 7x4 Pixeln oder so, aber man sieht ja trotzdem, man sieht trotzdem noch einiges, ne? Also das ist offenbar Shuttle Discovery hier, es ist im Orbit noch. Sonst könnte man auch den Roboterarm gar nicht ausfahren, der kann sich nicht heben auf der Erde, ne? Also ganz schwache Motoren, aber wir wollen ja nicht da, die Sachen sind schwerlos, aber die haben trotzdem noch eine Masse, ne? Also wenn wir jetzt so ein 10-Tonnen-Modul oder sowas bewegen mit dem Roboterarm, wir wollen da nicht wo dran dengeln. Ja, danke. Wir wollen da nicht in die Raumstation dran dengeln, also ganz schwache Motoren, ganz langsam, ganz vorsichtig alles, ja. Der Effekt davon ist halt, auf der Erde kann sich der selber nicht hochheben, ne? Zum Beispiel, ja, nur mal so, ne? Naja, und natürlich Antenne ausgefahren da und Payload Bay Doors sind offen natürlich. Und hier unten, das kennt ja auch jeder, der Hitzeschild mit diesen 20.000 oder so, ein bisschen mehr Kacheln, 20.500 Kacheln, die so empfindlich sind, wie man gesehen hat. Ja, das erste Video, was ich jetzt habe, das ist ein bisschen touristisch, ein bisschen fackelt und so, aber ich finde es geil. Das ist von so einem Ohai. Das ist von einem Typ, der hängt immer im gleichen Forum rum wie ich, nasaspacefly.com. Da jetzt hat man gesehen, 95 Fuß Level. Das Video ist vielleicht so 2 Wochen alt, ne? Jetzt irgendwie 12 Tage, 14 Tage alt. Das ist das Shuttle Atlantis, wie es jetzt auf der Startrampe steht. Das soll fliegen. Ist das 7. Juli oder sowas? Ne? Ja, sowas in, also ist immer so Pi mal Daumen, ne? Aber ich weiß. Das ist der letzte Flug. Woher weißt du denn das? Hast du Interweb geguckt oder was? Nein, ich war zweimal dort. Yay! Ich nehme mich. Das ist geil, ja. Hast du mich gesehen? Ja. Ja, ja, genau. Ne? Richtig, ja. Also es verschiebt sich immer gerne mal. Also das Wetter in Florida ist ja immer sehr unterhaltsam. Und natürlich ist das auch ein riesen, furchtbar kompliziertes Ding, das ganze Shuttle. Also da ist technisch auch nochmal, ich meine, ich habe schon genug zu tun, so einen Laptop am Laufen zu halten, aber das hier, riesig groß. Ja, wir sind auf 95 Fuß Level, also 28 Meter hoch sowas, ne? Also das ist schon ein Hochhaus. Und das ist die, das ist das untere Ende vom Shuttle, ne? Wie man hier sieht, mal den Ton noch lauter, da nicht viel hin. Hier die Tail Service Mast, ne? Da sind noch Verbindungen drin, darüber war es zum Shuttle, die sich dann abziehen. Ja, Dream Come True und so. Ne? Die ganzen Untertitel, die ich mit monumentalem Aufwand da reingepopelt habe, die gehen jetzt nicht. Sorry, wegen, weiß nicht, der Beamer hat zu wenig Auflösung, ziehen ist sehr schlau und naja, also kriege ich nicht hin, tut mir leid. Aber ich kann ja erzählen, was die so sagen. Da hinten sind natürlich, ne, Hauptmaschinen und alles. Die sind oben. Ja, this is fully zoomed out. Das hatten sie schon vorher bei den Saturn-Raketen von Apollo. Da hatten sie das auch schon. Also man kann nicht irgendwie Fotos machen, die zeigen, wie groß dieses Ding ist. Ne? Aber entweder man geht so weit weg, dass es wieder klein aussieht, klein und dünn. Oder man geht so nah ran und dann sieht man nichts mehr von der Rakete. Nochmal, dass so irre ist. Ne? 2000 Tonnen, Baby, 2000 Tonnen beim Start ungefähr, ne? Das meiste davon natürlich Treibstoff. So, na, jetzt geh schon rüber. So, da ist es, ne? Wieder die Hitzeschutzkachel, ne? An den Rändern, an den Kanten. Ja. Ja. So, die roten Abdeckungen kommen natürlich weg vom Start, ne? Klar. Der letzte Flug, ne? Der 135. Can't begin to describe it, natürlich, ja. This is 95-foot Ja, also das, die Null-Ebene von der Startrampe, MRP, hat er gesagt, ne? Das ist, wie gesagt, 28 Meter hoch, drunter sind halt Flame Trench, also die... Ja, und der Atlantik ist da drüben. Geht natürlich über den Atlantik, also schon aus Sicherheitsgründen, damit das, wenn das... You can be really jealous right about now. Also schon aus Sicherheitsgründen, wenn es auseinanderfällt, dann soll es ins Wasser fallen und nicht irgendwie auf New York oder so, ne? Das ist jetzt
Almost directly underneath the external code. Da ist einer, der schraubt noch oben. Sehen wir nachher noch besser. Da ist der, die Ingenieure sagen, der dicke, doofe Tank. Big dumb tank. Dicke, dumme Tank. These are the EP doors. Ja. Das sind Oxygen die. Also Sauerstoff hier, Wasserstoff da, ne? Das ist der Treibstoff für den. Natürlich flüssig, also ja, loaded. Die Segmente von den Feststoffraketen. Das Weiße sind natürlich die Feststoffraketen, das heißt anmachen und dann brennen die, bis sie halt ausgebrannt sind. Das hier, das Orange, das ist der Tank für den Teil von den Hauptmaschinen. Die sind ein bisschen cleverer, ein bisschen komplizierter, also flüssig Treibstoff. Das heißt, Ventil zumachen und dann kann man die abschalten. Die kann man sogar regeln, also zwischen 60 und 100% kann man die regeln, was ist auch nochmal verkompliziert. 108. Ja, 108 für, genau, ich habe jetzt 100 gesagt, weil, das geht doch gar nicht höher als 100, ne? Prozent hören doch bei 100 auf. Ja, aber genau, der Kollege hat vorrecht. Die Hauptmaschinen gehen zwischen 65. Ja. Genau, jetzt hat die Frau von der NASA gerade gesagt, ja, weinen Sie jetzt, ne? Die Führerin hat gesagt, weinen Sie jetzt, also noch weichere Knie kriege ich wohl nicht, ne? This is about as weak knee, das I'm gonna get. Ja, aber der Kollege hat genau recht, ja, die Hauptmaschinen vom Shuttle, also im Orbiter hinten die drei, die gehen von so 65% oder sowas bis 108, normalerweise fliegt es mit 104, also das sind so, das heißt Prozent, aber das sind so Geschwindigkeitsstufen, Gaspedalstufen. Das hat man gemacht, man hat das ursprünglich festgelegt, so als Ziel, diese 100%, so und so viel Schub, und dann hat man später gesagt, okay, wir haben genug Vertrauen in diese Maschinen, wir können auch noch 4% höher, so, ne? Und 8 bis im Abbruchfall kann gar das noch mehr, ne, dann ist natürlich mehr Wartungsaufwand und verschleißt alles schneller, aber normalerweise ist es 104%, ja, das sehen wir später auch noch. Ja, genau, man kommt hier mit nichts davon. Ne? Und da ist er. Ja, genau, wir sind auf Launch, ja, wir schauen da noch rum. Ne? Das ist schon irre. Ja, dann sehen wir das hier, na, wie filigran das aussieht. Ne? Der ganze Orbiter, der ja über 100 Tonnen schwer ist, der hängt da an diesen drei Punkten, ist festgemacht, also an seinem Tank. Ne? Da gucken wir, was Stahl für ein Material ist eigentlich, was das alles hält. Das ist die ganz riesen Aufbau, den man da braucht. Ne? Flame Trench, also wo die Flammen, die Abgase da weggeführt werden nach außen. Ne? Und da hat man gesehen, Autos stehen rum, wird gearbeitet, sind halt da. Das ist einer von den Crawler Transportern, gibt es auch seit Apollo, ne? Gibt es zwei von Hans und Franz. Dieses Ding fährt also hin, nimmt die Startrampe mit den zwei dünnen weißen Dingern und mit dem dicken orangen Ding und mit dem Orbiter, den ganzen Aufbau samt Startrampe, hebt den hoch, fährt den da rüber dahin und stellt den da ab, ne, das ist festgeschraubt, und dann fährt er nach Hause, wenn wir noch Arbeiten gemacht halt, und dann schließlich startet. Ne. Naja, und wie gesagt, 50 Jahre alt oder so, war schon zu Apollo-Zeiten damals, hatten sie den schon. Wie hat es angefangen? So hat es angefangen. Eine ganz niedrige Auflösung damals, ne? 1977. Das ist das Shuttle Enterprise, das ist kein richtiges Shuttle. Das hat so ein bisschen, das hat Hydraulik und das hat die Flügel können sich bewegen, ne? Also die Ruder und alles. Aber es hat, wie man da sieht, keine Maschinen, es hat nur diesen Tailcone, Heckkegel. Genau. Also wir packen das hinten auf die Boeing drauf und lassen das dann los, und dann fliegt es 5 Minuten oder so im Gleitflug. Ne? Also hat keinen Antrieb jetzt, kann halt nur steuern. Das ist jetzt ein großes Segelflugzeug, 100 Tonnen Segelflugzeug. Was ja auch, das ist wie das auch tatsächlich heute dann landet. Ne? Ich meine, das kleine Flugzeug ist also schon noch ein gutes Stück weg. Es sieht immer so aus, als würden wir jetzt zusammenstoßen, aber es ist ein gutes Stück davor. Ja, Fahrer scharf geschaltet, jetzt ein bisschen hochziehen. Sieht die Schwanzflosse ist schon sehr groß, also so rein gefühlsmäßig im Vergleich zu dem normalen Orbiter. Was tatsächlich, 1977, das war noch 4 Jahre, bevor es den ersten richtigen Flug gab, also wo das Shuttle auch selber rauf konnte, ne, nicht hier von der Boeing da getragen werden muss. Das war noch 4 Jahre vorher, aber den Teil hatten sie schon. Landung, das können wir schon so weit. Ne?
was ja auch ja, ziemlich kritisch ist. Man kann nicht, wie jetzt bei einer Passagiermaschine oder so, ja, glatt irgendwie nicht oder plötzlich Wind oder sowas, naja, starten nochmal durch, ziehen wieder hoch und fliegen einmal rum und versuchen es nochmal. No, das geht halt hier nicht. So, das ist genau ein Versuch. Das ist ein. Ja, und man sieht, wie viel Wind das, wie viel Sand das aufwirbelt. No, also, wir landen hier natürlich auf dem Boden von einem ausgetrockneten See, ist schön flach alles. Das macht man, das hat man da für die Testflüge gemacht, aber das macht man heute ungern, weil das beschädigt bloß unten die Kacheln und alles. Das ist zu viel Sand und zu viel Mist. Naja. Genau. Ja, und dann hat es noch, in den folgenden 4 Jahren hat es noch, ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Genau. So, in den folgenden 4 Jahren, also 81 war der erste Flug, wo der Shuttle auch selber raufgekommen ist, also selber die Maschinen hatte, die wahnsinnig komplizierten Hauptmaschinen und halt das Ganze, ne, den dicken, dummen Tank, den orangenen und die 2 SRBs. Das war dann 4 Jahre später, 1981. In der Zwischenzeit wäre das schon mal fast gecancelt worden, das ganze Projekt, wenn nicht das Militär in Amerika gesagt hätte, nein, wir brauchen das jetzt aber. Also dieses ganze ultra komplexe, ultra teure Shuttle-Projekt hätten wir dann schon nach dem, was wir gerade gesehen haben, nach dem ersten Landeanflug, nach den Testflügen, hätte man dann schon, in die Tonne getreten, wenn nicht das Militär gesagt hätte, nein, wir haben aber dicke Spionagesatelliten und wir brauchen das Ding. No? Naja gut. Dann ging das so weiter und es war auch ganz okay bis 1986. Ne? Das ist jetzt das, was wir sehen. Da zeige ich jetzt kein Video von, ein paar Fotos und Audio. Das ist Januar 1986. Ja, wir testen das nochmal. Ne? 20 Sekunden vom Start, 10 Sekunden vom Start. Der Shuttle Challenger war das. Ne? Der Name sagt einem ja was wahrscheinlich. Also jetzt hören ist der DPR-Mann, der das im Fernsehen erklärt und so, die 25. Shuttle-Mission, yay, Liftoff, ne? Aber die war nur 70 Sekunden lang. So, Roll-Programm, ganz normal bis jetzt. Das ist schon Aua. Das ist auch noch normal, Throttle Down. 104% übrigens. Ja, hier hatte ich, wie gesagt, Untertitel mit stundenlangem Aufwand und jetzt sind sie weg. Ja. Sagt nach Indians running normally, also man hat nichts gewusst, es sah alles ganz normal aus, ganz okay aus. Throttle up 3 at 104, wieder 104% normal schon. Go throttle up, sieht alles noch okay aus. Und jetzt war die Explosion, der Mann hat sich gleich gecheckt, hat auf seine Anzeige und dann auch vorgelesen, wir haben so und so viel. Das ist jetzt der Flugdirektor, Trajectory Fighter, was ist los, wo ist der Kurs? Ja, also der Flugdirektor, der Chef hat gesagt, Fido, das ist einer von seinen Leuten, der den Kurs überwacht. Ja, was ist mit dem Kurs? Trajectory? Fido hat gesagt, ja, Moment. Diversion Returns, Diversion Sources, also der Radar meldet nicht ein Klop, der Radar meldet, er sieht nicht einen Klops, sondern mehrere Klops. Das ist schon das Todesurteil. Ne? Also so haben sie es gemerkt und jetzt sagt gerade der Mann, der die Kommunikation macht, okay, wir haben Downlink verloren, Kontakt verloren. Loss of Downlink. Flight Control is looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Ne? Jetzt hat er auf den Fernsehbildschirm geguckt, wo man ja dieses Bild gesehen hat, wie das Shuttle auseinanderbricht. Obviously a major malfunction. Jetzt rätseln sie, was los ist.
Genau. Flight Fido, RSO, reports vehicle exploded. Also der Mann, Range Safety Officer sagt, Flugzeuggefährt ist explodiert, Challenger ist explodiert, ne? Und Flugdirektor kann sich fassen, ne? Lange Pause, copy, verstanden. Und jetzt fragen sie, haben wir noch Schiffe, Boote, es ist alles, die Navy ist ja da auch vor Ort und so weiter. Ne? Können wir da hin, können wir vielleicht, dass wir die Astronauten, wenn die irgendwie ins Wasser da noch rausgekommen sind, in den Ozean, können wir die noch aufsammeln jetzt vielleicht. Und Recovery Forces sagen No Contact, also wir wissen es auch nicht. Ja, also war ziemlich schnell klar, es ist gewaltiger Unfall, ne? Also und dann haben sie noch gedacht, okay, vielleicht ist irgendwie das Shuttle selber, der Orbiter, ne, das mit den Flügeln, wo die Astronauten drin sind, vielleicht ist das noch irgendwie rausgekommen aus dem Feuerball. Aber nee, war nicht so, also war zu schwer beschädigt, kein Kontakt mehr, kein Flug mehr. Ne? Die Astronauten, die da drin waren, die haben die letzten, wie viel waren es, ein, zwei Minuten, bis sie dann tatsächlich, also die sind wahrscheinlich, man weiß es natürlich nicht, aber die sind wahrscheinlich dann umgekommen dadurch, dass sie mehr aufgeschlagen sind. Das heißt, die waren dann noch bei Bewusstsein in den letzten ein, zwei Minuten da im Cockpit. Das ist schon aua, ne? Schon ziemlicher Scheiß da. Ja, was war los? Gut, die Kälte, ne? War ein Element, man sieht hier überall Eiszapfen. Das war in den Aufbauten neben dem Shuttle, die ganz viele Rohre und alles. Das haben sie dann auch noch schlimmer gemacht in der Nacht. Da haben sie gedacht, oh ja, wir schalten jetzt mal den Sprinkler an, ob wir nicht das Eis wegkriegen, wegtauen können, indem wir da halt warmes Wasser, getautes Wasser drauf pumpen. Hat natürlich nichts geholfen, also das hat es nur schlimmer gemacht. Das Eis war jetzt nicht unbedingt das Problem, aber das ist ein Zeichen für die Kälte, die das Problem war. Man sieht das hier, diese Rauchwolke da, die da nicht sein sollte, ne? Die, wie wir vorhin gesehen haben, diese SRBs, also diese Feststoffmotoren, bestehen ja aus vier Segmenten, die so aufeinander gestapelt werden. Ne? Vier solche weiße Segmente, auf denen Loaded draufsteht. Dann aufeinander gestapelt und dann hier zusammen gemacht mit Dichtungsringen, O-Rings, Seals, die halt aus so einer Gummimasse sind. Und ja, wie sich herausgestellt hat, dieser Gummi verträgt es halt nicht, wenn er kalt ist. Das wusste man auch ein bisschen vorher. Oh, hi, komm ruhig rein. Das wusste man eigentlich vorher, aber die Ingenieure sind halt dann, die haben gesagt, wir können das eigentlich nicht machen, wir haben da zwei Dichtungen, ne? Eine innen, eine außen. Wir haben das schon in den letzten Flügen gesehen, dass die innere Dichtung nicht gehalten hat und nur die äußere dann noch diese, ne, da drin brennt ja gewaltig, die dass nur der äußere Ring das noch gehalten hat und so weiter. Also die Ingenieure wussten das dann schon und haben gesagt, je kälter es war, desto schlimmer war das auch, dass die innere Dichtung nicht mehr hält. Aber sind überstimmt worden, das kann man auch nachlesen, also ich meine, ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber das ist auch ganz spannend, das nachzulesen, wie die dann in dieser einen Sitzung am Tag vor dem Start oder ein paar Stunden vor dem Start, am Abend vor dem Start war es, glaube ich, war dann diese eine Sitzung, die Ingenieure haben gesagt, wir können das nicht machen, und dann hat das Management so lange rumgeredet von den Herstellern, ne, damals Morton Thiokol, heute ATK, von den Herstellern von diesen Feststoffraketen, das Management hat dann so lange rumgeredet, bis sie gesagt haben, ja, nein, wir müssen aber jetzt fliegen. Also scheiß drauf, was die Ingenieure sagen, die sind sowieso immer so besorgt und so übervorsichtig. No? Also fliegen wir jetzt. Naja, und die Ingenieure hatten dann auch nicht die Macht oder die Möglichkeit, da noch irgendwas dran zu machen. Und dann haben die gesagt, okay, wir fliegen. Und dann ist das rausgekommen. No? Man sieht das jetzt schon hier, das war kurz, also das gerade in dem Moment, das war nur, das hat man, also natürlich erst in der folgenden Analyse, also in dem Moment hat da keiner drauf geachtet, ne? Das war auch nur so ein, zwei Sekunden zu sehen vielleicht. Es ist ja so, dass das ganze Shuttle nach vorne wippt,
und dann wieder zurück und dann starte. Ne? Das hier hinten, das sind ja die Hauptmaschinen drin hier unten, ne, wie wir gesehen haben, die großen Dinger mit den roten Abdeckungen. Das ist nicht an der Startrampe festgemacht. Wo es an der Startrampe festgemacht ist, ist hier unten. Das heißt, naja, kann man sich ja vorstellen, wenn ich ein Ding habe, was so ist und ich drücke hier unten so dagegen, dann kippt es nach vorne erstmal und schwenkt dann zurück. Twang heißt das, sehr technischer Begriff, der Twang, wie das so nach vorne kippt und dann, ja, und das müssen halt auch diese Seals aufnehmen und man sieht hier schon, das haben sie nicht gepackt. Ne? Also in dem Moment, wir kippen das nach vorne, wir drücken den Gummi auf der Seite zusammen. Und dann wieder zurück und da war halt das Problem, der Gummi war dann schon zu spröde geworden durch die Kälte. Und dann kam das hier raus, dann geht es so weiter, man sieht klar, da ist eine Flamme, wo keine sein sollte. No? Und kurz später hat die dann halt auch den Außentank getroffen, in dem ja enorm viel flüssiger Wasserstoff drin ist. Und ja, gut, der ist natürlich auch so leicht gebaut wie möglich, also gut. Wenn man dann mal von der Flamme getroffen wird, dann ist es schnell vorbei. Also der Tank ist dann von der Stichflamme getroffen worden, wie so ein, wie mit einem Schneidbrenner fast. Ne? Und gut, Loch im Tank und dann ist es sehr schnell vorbei. Weil das ganze Ding natürlich auseinanderfällt. Das ist ja schon jenseits der Schallgeschwindigkeit. Also es ist schon enorme Kräfte, die Atmosphäre dann auch darauf ausübt. Ja gut, so war's. Und dann hat es auch 2 Jahre gedauert, ne? Waren 2 Jahre keine Flüge, da war auch, dann war diese Kommission übrigens, ne? Mit Richard Feynman, kennt ihr vielleicht, hat vielleicht schon mal jemand gehört, ne? Richard Feynman war ja auch in der Kommission, war wieder sehr widerborstig, wie er immer ist. Richtig, genau, der Appendix F wie Feynman, hat er drangehängt an den Kommissionsbericht, weil er gesagt hat, ich unterschreibe das nicht. Und das wäre ja politisch ein Eklat gewesen, wenn eins von den Kommissionsmitgliedern sagt, ich will meinen Namen darauf nicht sehen. Und dann war der Kompromiss, den sie gefunden haben, der kriegt seinen eigenen Anhang, in dem er schreiben darf, was er will. Und da diese Sachen geschrieben hat. Und der Schlusssatz oder die letzten Sätze, die sind sowas wie, der Raumflug ist so von der Physik bestimmt. Ne? Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, irgendeine Kacke andrehen will oder sowas, das ist nicht sehr von der Physik bestimmt irgendwie. Ne? Da kann ich dem erzählen, was ich will, der gibt mir das Geld und dann ist er zur Tür raus und dann lache ich mich ins Fäustchen. Aber das ist, da redet dann die Physik sehr viel rein beim Raumflug. Ne? Wenn das funktionieren soll, dann muss man, moin, oh hi, dann muss man, wenn das funktionieren soll mit dem Raumflug, dann muss einfach die Techniker und das Engineering, die Technik muss, ist irgendwas oder, okay. Magst du dazu gucken, ne? Nicht mir sagen, okay, das Haus brennt. Wenn das funktionieren soll, der ganze Kram, for that to work, reality and physics must take precedence over public relations. Also dieser Druck, den man von außen hat, wenn die NASA sagt, den Militärs sagt, ja, ja, wir können starten, und der Öffentlichkeit sagt, ja, ja, wir können starten, und den Kunden, da waren ja immer noch Kommunikationssatelliten und so, kommerzielle Fracht hat das Shuttle zu dem Zeitpunkt ja immer noch gebracht, wenn die NASA immer nach außen hin, Public Relations, immer sagt, ja, ja, können wir, und die Warnungen von den Ingenieuren halt in den Wind geschlagen werden, ja, die reden immer so viel und die sind eh immer so übervorsichtig, dann, naja, dann unter diesen konkurrierenden, unter diesem Druck, der da von außen kommt, da bricht halt dann die Challenger auseinander, ne? Könnte man sagen. Ist auseinandergebrochen unter dem Druck der Anforderungen. Die Militärs wollen dies und die Kunden wollen das und die NASA sagt, ja, ja, schaffen wir alles. Gut, dann kam das raus. Aber gut, ein bisschen Konsequenzen haben sie daraus gezogen. Also technische Sachen, so eher langweilige Sachen. Wir machen jetzt da Heizungen dran an diese O-Rings. Wir machen einen dritten, also nicht nur 2, sondern 3 und so weiter und so weiter. Gut, diese technischen Sachen, aber was sie auch gemacht haben, ist gesagt, wir ziehen das Shuttle zurück aus dem Geschäft, kommerzielle Satelliten hochzubringen. Das machen wir mit unbemannten Raketen jetzt. Also das war so eine größere Konsequenz. Wir machen das Shuttle jetzt nur noch für Spezialaufträge, so wie, no? Hubble-Teleskop oder die Raumstation. Gut, dann hat man sich wieder aufgerappelt.
nach 2 Jahren. Oh ja, natürlich, die andere Katastrophe oder der andere Unfall war natürlich 2003, Columbia. Das will ich jetzt nicht alles genau ausführen. Da ist für mich die Schuldfrage vielleicht ein bisschen unklarer. Da war viel mehr Pech einfach im Spiel. Also da waren auch so Sachen wie Kommunikationsschwierigkeiten. Die Ingenieure haben da irgendwie in ihrer bürokratischen, technischen Sprache das schon gesagt, aber die Manager haben es dann auch nicht verstanden. Ne? Also, als das auch. Genau, da hat sich Points. Genau. Wir haben PowerPoint-Slides mit irgendwelchen zusammenhanglosen Stichpunkten und man weiß gar nicht mehr, ist jetzt ne, Stichpunkt 2, folgt der jetzt aus dem 1 oder sind das 2 losgelöste Sachen oder was? Ne? Also PowerPoint ist, die haben auch gesagt, ja, PowerPoint ist ein Problem ne, in der Kommunikation. Ja, wie es immer so ist, weil man die Zusammenhänge nicht mehr hat nicht mehr, ne, in einem Prosa-Text, da hat man vielleicht noch eher einen Zusammenhalt, ne, das folgt aus dem und dann kommt das andere, während irgendwelche losgelösten Stichpunkte, alles sehr komprimiert, alles nur 5 Wörter, keine ganzen Sätze und sowas, da blickt man nicht mehr durch. Naja, was ja auch jeder weiß, wenn man von irgendeiner Uni irgendwie Slides hat oder so, das ist schwer zu folgen eigentlich, finde ich immer. Ja, genau, Endemic Use of PowerPoint. Das war auch ein Problem. Also es war ein Kommunikationsproblem auch. Ne? Die Ingenieure wussten dann schon, da stimmt was nicht. Das Shuttle ist, das Hitzeschild ist empfindlicher, als wir gedacht haben. Da war jetzt was, da ist was draufgefallen. Das hat ein kleines Loch und ist das jetzt schlimm genug oder so? Ne? Das wussten die schon, während die Columbia nach oben war. Konnten das aber nicht rüberbringen. Dem Management gegenüber. Und dann hat das Management gesagt, ja, wir können ja eh nicht, was wollen wir jetzt eigentlich noch machen? Das Shuttle ist schon gestartet. Ja, genau. Und dann ist halt auseinandergebrochen bei der Landung. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man da mit Mach 25, ne, 25-fache Schallgeschwindigkeit da in die Atmosphäre reinkommt, dann ist halt ein bisschen gefährlich. Ja, diese Unterseite vom Shuttle, die ist, wie gesagt, empfindlicher, als man zuerst gedacht hat. Das ist, man sagt immer Kacheln oder Keramik, ne, aber das ist eigentlich mehr so eine Art Schaum. Das hat weniger Dichte als Styropor noch, das Zeug, was da unten drauf ist. Das Schwarze, ne, bisher alle. Das hat weniger Dichte als Styropor. Also man will, ja, und ist also natürlich, weil man wollte einen wahnsinnig schlechten Wärmeleiter haben, ne, luftisoliert oder nichts isoliert. Und deswegen ist das so, aber die Konsequenz ist halt auch, man kann die eigentlich mit der Hand fast, ja, schon enorm beschädigen, wenn man nicht aufpasst. Ja, genau, wenn halt da dann von dem Haupttank im Startmoment, ne, alles rüttelt, alles schüttelt hier, dann brechen da Sachen ab, vielleicht ein bisschen Isolierschaum oder sowas, ne, oder ein bisschen ne, so ein Brocken, Aktenkoffer groß, haben die damals gesagt, bei Columbia 2003. Das bricht halt dann ab und trifft den Hitzeschild und ja, gut, kann man sich schon vorstellen, wenn das so ein ja, schaumartiges Zeug ist, dass das entsprechend beschädigt werden kann. Wobei es waren ja nicht die unteren Kacheln, die beschädigt wurden. Genau. Genau. Genau, es war diese RCC-Kacheln, die hier, ich glaube, ich verquatsche mich enorm, aber diese, es war an dem, genau, Wing Leading Edge, also an der Vorderfront von dem Flügel, wo also ganz speziell, das war ein guter Einwand, hey, echt, an diesen Wing Leading Edge und an der Nase und vielleicht ein paar anderen gefährdeten Stellen noch, sind diese Isolierung für ganz hohe Temperatur, das heißt Reinforced Carbon Carbon, also ne, verstärkter Kohlefaser oder so. Kohlefaser. Ich habe lange gebraucht, bis du verstehst. Reinforced Carbon Carbon. Ja. Ja, ich habe es nochmal nachgelesen, das ist mit irgendeinem ganz, ganz krassen Verfahren, wird das dann dreimal wiederholt, irgendwie durch man hat da so ein Harz, das dann durch Temperatur, durch den ne, Industrieofen, wandelt man das dann um in den ne, Carbon und so weiter. Wie dem auch sei, also diese speziellen, genau, das waren keine Kacheln, das waren hier vom Wing Leading Edge, das sind diese ultra krassen Isolierungen. Die normalen Kacheln sind nur auf der Unterseite, ne, auf der Bauchseite. Naja, und das Weiß ist oben für noch weniger Temperatur. Okay, also man hat sich wieder aufgerappelt nach beiden Unfällen, ne? Ungefähr 2 Jahre Pause, 2 Jahre Verzögerung, und man hat sich wieder aufgerappelt.
Und ich glaube schon, dass man was gelernt hat. Ne? Und naja, so ist es halt. Man macht ein Unterfangen und dann ist man halt geprägt durch die ganzen Sachen, die schiefgegangen sind und die man repariert hat. Ne? So entstehen Dinge. Jetzt gucken wir einen gescheiten Start. Also, wir müssen irgendeinen Start irgendwie schon gucken. Ne? Das ist jetzt Nachtstart STS 130, das war letztes Jahr Februar. Also ich persönlich, ich glaube nicht, dass ich ganz dicht bin. Also ich gucke ja da mehrere Stunden vorher schon zu. Ne? Also wenn die dann reingehen, irgendwie 3 Stunden vorher und sowas, dann was? Ja, okay, ja. Ja, also ich bin ja nicht ganz dicht, ich gucke ja da stundenlang vorher zu und ich dachte auch, ja, wir müssen jetzt mindestens von dem letzten Go-No-Go-Poll, ne, würde ich sagen, die Station, go und so weiter, ne, das ist so vielleicht Viertelstunde oder 13 Minuten vorm Start oder so, ja, ich dachte, müssen wir alles gucken oder so, ne, aber das, wir haben ja nur eine Stunde, ne, also nur das sind jetzt nur die letzten 5 Minuten vorm Start. Also sie haben die APUs, die Hydraulikpumpen eingeschaltet. Oh, das ist gerade bei 5 Minuten, die also im Orbiter sind und die Sachen bewegen können. Haben wir das jetzt verpasst, den FCS Checkout? Also, ja, ein paar Leute gucken doch zu. Ne? Ein paar Spinner gibt es immer. Oder ja, also Kumpels oder Familie von den Leuten, die da arbeiten. Diese ultra krassen Xenon-Lichter, die hier noch mit 100 Millionen Milliarden Watt da drauf leuchten. Deswegen ist es hier so hell. Ne? Das sieht seltsam aus, das ganze Bild. Hier ist er. Wahrscheinlich, ja genau. Man sieht, die Bärs bewegen sich. Ne? Also die fahren einmal durch die ganze... Genau, jetzt... Wo die Hydraulikpumpen jetzt an sind, können wir die einmal durch ihre ganze Reichweite fahren. Ne? Nach links unten 0,0 und nach rechts oben 1,1 oder wie man sagen will, haben wir die gefahren. Und die anderen Oberflächen, also das hier können wir natürlich bewegen, das Ruder und außen an den Flügeln sind nochmal welche. Die werden jetzt alle, die können wir jetzt alle nochmal eben testen. Countdown ist ein großer, dicker Test. Was? Dieser Dampf, das ist, das wüsste ich auch mal gern, das muss was sein. Sehen wir das gleich nochmal? Bestimmt sehen wir das gleich nochmal. Ich sag gleich noch was dazu. So, das ist also, das ist der dicke Tank. No? Wir fahren das Ding über, das ist Gops und Hut, also das ist um den Sauerstoff, der da verkocht, no? Der hat ja... Der Sauerstoff, der da drin ist, ist ja flüssig, also minus 4000 Millionen Grad, ne? Und verkocht deswegen bei normaler Temperatur halt. Ne? Und das, was da verkocht ist, der gasförmige Sauerstoff, der wird halt abgezogen. Das ist nur ein paar Meter lang hier. Ne? Das wird dann nur ein bisschen darüber und dann weg. Ne? Sauerstoff ist ja ganz okay. Ne? Anders für den Wasserstoff, für den ist ja das gleiche in grün. Der verkocht auch, der wird weggezogen und dann weit weg und dann in so einen Flare-Stack, also wird abgebrannt, damit abgefackelt, wenn man den nicht sieht. Oder damit der nicht mehr da in der Gegend ist. Ne? Die Hauptmaschine ist, die wir jetzt vielleicht endlich bald mal nochmal sehen. Mann, ja. Genau, was ist da so? Das wüsste ich auch mal gerne. Es ist in den... Also ist der Auslass der Kühlung. Ich weiß aber nicht, was die beiden tun. Ich habe einen Ingenieur an den Fingern gehabt, ich habe verpeilt diese Fragen. Ich habe mich so geärgert danach. Ja. Ja, genau. Was man ja macht, ist ja dieses Triebwerk abzukühlen. Ja, genau. Also es hat. Das ist der Auslass der Kühlschlangen. Ja, genau. Also das ist ja auch ein Flug. Also man sieht die Dinger ionisieren. Also da kommt an der Seite ein Fännchen raus. Da kommt an der Seite was raus. Ich weiß nicht, was das Zeug genau. Also ich bin ziemlich sicher, es muss vom Treibstoff was sein. Also wir zweigen ein bisschen Treibstoff ab, der ja sehr kalt ist, verwenden den, um diese Dinger zu kühlen. Man kann sich ja vorstellen, das brennt sehr heiß. Innen sind Temperaturen von 8000 Milliarden Grad oder sowas. Und man sagt, oder die Geschichte, die man halt immer hört, ist, man könnte an diese Maschine, wenn sie voll läuft, also mit 100%, 104% Schub läuft, man könnte außen hingehen, seine Hand drauflegen und würde sich keine Verbrennungen holen, weil die Kühlung eben so ultra krass gut ist. Diese Schlangen sind halt voll mit dem, es muss eigentlich
einfach Fuel sein, also das kalte, no? Das kalte Zeug aus dem Tank. Ja, bitte. Vorm Start ist es Helium. Ja, Helium hat auch. Helium spielt. Also wir haben da Sauerstoff. Helium und Sauerstoff. Okay. Also Helium spielt definitiv eine Rolle. Also wir haben das ja gerade, gehört. Die haben ja auch gesagt, Purge Sequence 4 und dann hat der Purge, also aus, wie sagt man, durchpusten alles, ne? Alles reinigen oder so, ne? Dann kommt irgendwelches Helium zuerst und dann muss das ja auch gekühlt werden. Also man will ja nicht, dass das Triebwerk auf Florida Außentemperatur 20 Grad ist oder sowas und dann auf einmal diesen ultra krass kalten Treibstoff da durchpumpen auf einmal. Das geht ja nicht, weil Metall zieht sich zusammen und all sowas. Also man muss die zuerst mal ein bisschen vorsichtiger runterkühlen. Ne? Also das spielt auch alles noch eine Rolle. Helium spielt irgendeine Rolle. Ich glaube, es ist vorher. Also meine Vermutung ist vorher und später dann Treibstoff. Also ich denke, das Helium wird verwendet, um den Sauerstoff rauszukriegen. Weil sonst könnte es sein, dass der Wasserstoff bei minus 253 Grad ja. Sauerstoff gefriert. Weil Sauerstoff gefriert bei der Sauerstoff hat minus 180 Grad, Wasserstoff hat minus 253 okay. Grad. Ja. Wasser, ach, und der Wasserstoff dann könnte den Sauerstoff verreisen und dann aha. Die Kühlkanäle praktisch verstopfen. Okay. Das ist dann mit Helium geflutet, um den ganzen Sauerstoff rauszukriegen. Okay, dann ist es wohl. Dann ist es wohl andersrum, ne? Also wir haben. Luft drin ist. Dann ist wohl. Ja, klar. Das wird mal Reinigungsgas genannt. Ja, also dann ist es wohl andersrum. Dann ist jetzt wahrscheinlich unsere beste Theorie. Wir pumpen Sauerstoff durch, der sehr kalt ist, um das alles zu kühlen auf die richtige Temperatur, also schön schrittweise auch. Und dann, wenn wir jetzt uns dem Start nähern, also wenn jetzt dann bald auch der Wasserstoff dazukommt, dann müssen wir jetzt erstmal den Sauerstoff rauskriegen. Dafür nehmen wir Helium, weil das ist schön inert und alles, ne? Ungefährlich und gefriert überhaupt nie und alles, ne? Tut überhaupt gar nichts. Ja. Ungefähr so muss es dann sein, ne? Wenn die gerade gesagt haben, Purge Sequence 4, dann wird es das wohl sein. Ja, ja, gut, gut rausgearbeitet, genau. Ja, also dafür sind die, um diese Bells, die Nozzles, die Düsen zu kühlen. Und Treibstoff ein bisschen vorzudammen. Ey. Man hört die APUs schnaufen, ne? Das ist, weil da hinten eine Klappe ist. APUs, das sind die Hydraulikpumpen. Ne? Das sind halt einfach ein paar Motoren und die haben halt Abgas und da ist da hinten irgendwo da eine Klappe, die halt immer wieder, ne? Wenn genug, sehr low-tech, wenn genug Abgas da ist, geht es halt mal kurz auf und wieder zu. Ne? Und das Fuel Cells, ne? Brennstoffzellen hat die NASA auch schon seit irgendwie 50 Jahren und ich in meinem Laptop auch überhaupt nie. Unfair. T-minus 31 seconds of counting. Oh, 31 seconds. Achso, das ist natürlich die Unterseite vom Orbiter, die wir hier sehen. No, da ist ein Feststoffmotor. Wir sitzen oben auf dem External Tank und gucken runter. T-minus 16 seconds. The sound suppression water system has been activated. Ja. Sound suppression water system. T-minus 10, 9, 8, 7. Wir pumpen enorm viel Wasser da unten rein. Weil sonst würde das Shuttle sich wahrscheinlich, also wegen der akustischen Energie, würde sich das wahrscheinlich selber zerstören oder so. Also oder zumindest Schäden machen am Launchpad. Deswegen pumpen wir enorm viel Wasser rein, ne? Sound Suppression Water System. Wasser, ne? Das ist ja alles Naturschutzgebiet. Ja, ja, wirklich. Also die passen da auf ihre Krokodile und alles. Das ist auch bei der Landung. Es gibt eine Landebahn in Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Gibt es eine Landebahn. Da ist auch so 2 Stunden vor der Landung oder sowas, sind da halt Leute, ne? 5 Leute oder so, schönen Hut auf und Sonnenbrille. Gehen dann da einmal die Landebahn runter, die ganzen, wie viel, Meilen, ne? 5 Meilen oder sowas, und schieben Krokodile von der Landebahn, sollen da welche sein. Weil, ich meine, das würde schon gehen, aber man will halt nicht, dass der Shuttle beschädigt wird.
Wir nehmen einen Strick und ziehen die Viecher da runter, weil das ist halt schön, ne? Die, ja. Gut, das können wir jetzt. Oh Gott! Oh, Zeit geht weg. Ja, das können wir jetzt nicht mehr ganz gucken. Aber ja, in den 8-9 Minuten ist der ganze Spuk vorbei. Ne? Monatelang Vorbereitung, dann Ignition und 9 Minuten später ist Orbit und fertig. Ne? Das ist auch, das kann man sich auch kaum vorstellen. Ne? Wir sehen das nochmal jetzt genauer. Das ist in viel geilerer Auflösung. Man sieht, wie die Hauptmaschinen, die zuerst zünden, nacheinander so. Tschum, tschum, tschum. Genau. Ja, außen die Funken, die sind, um Wasserstoff abzubrennen, liest man immer, der vielleicht da sich angesammelt haben könnte, ne, damit er weggeht. Man sieht hier, was ist das? Das ist die Sonic Disk, so wie ich das verstehe. Also die, der Auslass hier, der ist ja schneller als der Schall. Und die Atmosphäre da unten, die dicke Suppe, die drückt natürlich dagegen. Und hier ist dann schließlich, wo die Atmosphäre gewinnt und eine Schallmauer bildet halt in dem Auslass. Man sieht das, man kann das auch sehen, dass das geht dann so sinusförmig immer weiter, diese, naja. Ich weiß nicht, Machtdiamant. Ha? Machtdiamant, merkt eins. Es gibt auch nicht die okay, ja. Ich kenne das unter dem Namen Sonic Discs, aber, oder Sonic Cones oder so, ich habe es neulich gelesen, nicht so richtig verstanden, ja. Die ist natürlich nicht an Ohms Engine, die mittlere und die kleinen sowieso nicht. Die sind nur für im Orbit, sind wäre noch viel zu schwach. So, das war schon mal geil. Das ist jetzt hier die unten der Solid Rocket Booster, also die Feststoffrakete. Hier sieht man den, das ist auch ganz geil, das ist schönes Souvenir. Das ist diese Bolzen, das ist festgemacht mit 8 Bolzen, das Shuttle an der Startrampe, die werden halt dann gesprengt bei D-0. Ne? Das sind hier diese Dinger, die sind vielleicht so dick und so lang und da kann man halt dann die untere Hälfte, die da ist, ne? Die kann man, naja, wenn man ein bisschen stark ist, vielleicht schon selber heben und so. Und das ist ein gutes Souvenir so zum Mitnehmen. Ich hatte mal ein Video gesehen von dem Ingenieur, der gesagt hat, hey, hier, Hold Down Stud habe ich hier. Ne? Und man sieht halt oben, wie der abgesprengt ist. Ne? Das sieht man jetzt da auch gleich. Da macht es irgendwie kurz puff und dann ist los. Und dann zünden die Dinger. Also ich mal gerne wüsste, sind auch diese Würste hier, genau, jetzt gesprengt und jetzt hat. Das ist wahrscheinlich Range Safety, ne? Das sind Sprengsätze. Ja? Das kann auch sein, genau, dass das kleine Feststoffraketen sind, damit er weggeht. Ne? Ich hätte jetzt getippt auf Range Safety, also dass das Sprengsätze sind, für, wenn man das zerstört. Was ja bei Challenger passiert ist. Ne? Man kann nicht eine Rakete wild rumfliegen haben, unkontrolliert rumfliegen haben. Feststoffboostern ist ein Sprengreißverschluss. Das kann sein. Ja, ne? Ist der dann innen? Der liegt unter der Oberfläche, aha, also unter der weißen Außenhülle, okay, und reißt den Booster auf. Ja. Die Dinger haben ja nicht nur Schub, okay, weil die Abgase konzentriert. Ja, weil das konzentriert nach oben. Wenn man das Ding aufmacht, genau, ist der Schub weg. Ja, der Schub geht halt dann überall hin nach außen und alles, genau. Da merkt man auch wieder, was Stahl für ein Material ist. Der ist ja nur ein halben Zoll oder sowas stark, ne? Also nur so 15 mm oder was, ne? Ein bisschen mehr vielleicht. Irgendwie ein halbes oder ein Drittel Inch hat der außen. Ja, gut, Inferno, gut, bisschen langweilig, ne? Hier sieht man die Nozzles, erinnert ihr euch vielleicht, als der Mann da unten rumgetappt ist hier auf dem Launchpad, da waren immer diese 4 Meter hohen Dinger mit diesen komischen, mit diesen Dingern. Das ist jetzt das Sound Suppression Water System, was hier 900, also Maximum Fluss sind 900.000 Gallonen pro Minute, also irgendwas über 3 Millionen Liter pro Minute. Für gerade die paar Sekunden ist das halt auf Maximum. No? Und wir pumpen hier ein bisschen Wasser rein, damit die Startrampe nicht hops geht bei dem Ganzen. No? Kann man sich ja vorstellen. Das meiste ist natürlich, was man außen sieht von dem, ist natürlich, das meiste ist Wasserdampf, ne? Beim Start, wenn man da immer diese Riesenwolken sieht oder so, ist ganz schön viel Wasserdampf einfach, weil die super heißen Abgase da halt einfach auf das Wasser treffen und das in Dampf verwandeln. So, was haben wir hier? Das ist der Pad Deluge Test. Also man sieht hier, es ist mal zufällig kein Shuttle da. Hier ist ein Tail Service Mast, hier ist einer. Ne? Hier wären die Hauptmaschinen und da einmal und zweimal die Solid Rocket Boosters. Und hier testen wir jetzt, wie das ist mit, ne? Wir schalten das Ding mal ganz ein. Das ist ein riesen Hallo. Ne? Jetzt kommen Papa, Mama, Kinder, kommen alle, kriegen einen Helm und dürfen zugucken, wie wir hier enorm viel Wasser auf die Startrampe tun. Ne? Ist eigentlich auch mal geil. Man sieht hier noch diese 4 Meter hohen Dinger. Hoffentlich war da unten keiner. Ne? So, was haben wir jetzt? Was ist das?
super schönes Bild. So. Und na, wie krass das Ding ist, wenn das abbrechen würde und es ist ja, wenn jetzt die Hauptmaschinen ausfallen würden, und das, dann könnte es sein, dass das mal in Europa landen muss oder vielleicht in Afrika. Das ist noch nie passiert, aber die haben geschätzt, naja, das würde vielleicht so 20 Minuten dauern oder so, der ganze Flug, ne? Von Florida bis halt hier irgendwo Frankreich oder so würde das dann landen oder das dann runterkommen. Naja, vielleicht 20, 25 Minuten oder so. Ne? So viel Power hat das, aber je mehr Power das in der Luft hat, desto unbeholfener ist es am Boden. Ne? Das muss immer rumgeschoben werden und es gibt immer, hier haben wir das nochmal, es muss immer rumgeschoben werden und es sind immer ganz viele Fahrzeuge, die irgendwie an dem Shuttle da rumrüsseln, weil das halt selber noch nichts kann. Ne? So, habe ich noch nicht gesagt. Was ist das hier für ein Ding? Das Mate-Demate-Device. Das ist, um das Shuttle eben oben auf die Boeing drauf zu machen. Und das sehen wir jetzt hier mit so einem schönen Zeitraffer. Man sieht auch, das ist ein tagelanger Prozess. Ne? Wolken kommen und gehen, Nacht kommt und geht. Ne? Wir haben hier den Tailcone da dran gemacht, also schon einfach wegen Aerodynamik, weil das schöner ist. So. Ja, jetzt ziehen wir es hoch, Boeing drunter. Konk, bisschen runter geht's. Ne? So. Arbeitsplattform hoch, das gelbe Ding weg. So, und dann fahren wir. Ja, tagelanger Prozess. Alles ist immer so schrecklich, schrecklich kompliziert. Ne? Alles ist immer ein Riesenprozess mit eigenen Technikern und Ingenieuren. Und es dauert Tage und Wochen und Jahre. Ne? Jetzt gucken wir uns das. Das müssen wir jetzt natürlich. Das müssen wir jetzt natürlich zeigen. Also diese eine von den zwei Boeing 747s. Mir geht es jetzt um das hier. Ne? Einer von den drei Punkten, wo das Ding festgemacht ist. Da haben wir jetzt ein genaueres Foto davon. Ne? Das sieht so aus. Man sieht hier den Hitzeschild vom Shuttle und das hier ist Boeing. Und hier steht was. Man kann es nicht so gut lesen, aber hier steht Place Orbiter Here, ... Black Side Down. Kleiner Spaß, ne? Machen wir auch nochmal. So. Und das nächste ist, wir haben schon fast keine Zeit mehr, wir haben schon total keine Zeit mehr. Aber jetzt haben wir dieses Video habe ich jetzt noch gefunden. Oh Gott, ich könnte das jetzt den ganzen Tag machen. Wir haben noch so viele Videos, aber das ist jetzt vorm Start. Das war dieses Jahr im Februar oder sowas, das ist 133, also der vorvorletzte Shuttle-Flug. Und da war so, kommt jetzt da was? Man hört die Jungs nämlich auch was. So. All stations, verify ready to resume count and go for launch. SRO ist No-Go. Die hatten ein technisches Problem mit dem Range Safety System. War irgendwas und sie hatten also trollt rum das System und wir haben jetzt da nicht viel Vertrauen, dass das zuverlässig funktioniert. Und darüber haben sie halt diskutiert. Ne? Deswegen hat SRO gesagt, okay, No-Go. Jetzt beschließen sie, okay, wir zählen. Wir sind jetzt gerade bei T-9 Minuten und Pause. Ne? Wir zählen jetzt runter bis zu 5 Minuten und machen also die ersten 4 Minuten vom Countdown. Weather has no constraints, ausnahmsweise mal. Wetter hat keine Probleme. We'll count down to 5 und dann sehen wir weiter. Ne? Dann, also wir zählen runter, wir machen die nächsten 4 Minuten nach Plan. Dann bei 5 Minuten halten wir nochmal und sehen, ob wir dann weiterkommen. Ne? Das Startfenster geht ja auch irgendwann zu. Und sehen wir, ob wir es doch noch hinkriegen. Also da war es sehr spannend. Und dann ist es auch ultra knapp geworden. Also die sind... So. Und jetzt sitzen wir rum. Warum haben die orangen... die Kürbisanzüge an, weil es eventuell sein könnte, das Shuttle startet, ist dann schon so weit drüben über dem Atlantik, dass nicht mehr zurückfliegen kann, aber noch nicht weit genug, dass es in Europa landen könnte. In dem Fall würde man machen, das kam nach Challenger, ne? Vorher hatten die nur so blaue Overalls einfach, nach Challenger hatten sie diese Anzüge,
Wir setzen den Orbiter im Gleitflug über dem Atlantik und springen ab mit dem Fallschirm. Und dann fischen wir die Jungs aus dem Wasser. Dann haben wir zwar den Orbiter verloren, das Shuttle verloren, aber wenigstens die Leute nicht. Dafür ist das orange, ne? Weil es fällt auf dem Wasser. Ne? So, jetzt rede ich hier drüben, die Costa. Und wie es immer ist, ne? Weltraumflug, da hat der eine Flugdirektor gesagt, welcher war es nochmal, weiß ich nicht, aber der hat gesagt, da sind Stunden und Stunden an furchtbarer Langeweile durchsetzt mit immer so ein paar Momenten von blanker Panik. Und hier sehen wir die Stunden von Langeweile. Das war einer eingeschlafen. Das mag sein, dass die dann auch ein Nickerchen machen. Ja klar, ich meine, das ist ja... Ich meine, stell dir vor, da musst du irgendwie... Ein paar Sekunden vor Starten wurde dann der geweckt. Ich glaube, da passt der Commander dann schon auf, ne, der hier sitzt. Das ist der Pilot und das sind die zwei Jungs. Den Schlaf verschläft man auch eher nicht. Das glaube ich auch. Ne? Hör, geht's schon los? Ne? So ist es, glaube ich, nicht. Ne? Und da hinten ist natürlich, da geht's runter aufs untere Deck. Ne? Das sind die anderen Jungs. Sind ja sieben insgesamt normalerweise. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, dass die dann ein Nickerchen machen und sagen, okay, ich habe jetzt gerade nichts zu tun. Ich habe jetzt auch die nächsten 30 Minuten nichts zu tun. Kumpel, weck mich mal. Oder, das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Dein Startfenster ist weiß der Kuckuck wann. Ne? Irgendwie morgens um vier oder sowas. Und dann musst du antanzen um Mitternacht oder so. Das heißt, du wirst geweckt um 23 Uhr oder so. Ne? Und das ist ein völlig verkorkster Schlafrhythmus. Und das kann ich mir gut vorstellen, klar. Ich meine, du wirst ja auch nicht total müde dann im Orbit sein, wenn du wirklich was zu machen hast. Also du machst du lieber jetzt ein Nickerchen, wo du nichts zu tun hast. Ne? Ja, wir gucken natürlich nach unten. Also unten ist da, ne? Oben ist hier. Die liegen auf dem Rücken, ne? Liegen so in ihren Sitzen drin. Wenn das Shuttle da auf der Startbahn ist, man sieht es an diesem Kabel ganz schön. Das hängt halt nach unten. Ne? Unten ist zurzeit dahin. Jetzt machen sie was. Ich soll denn nicht so viel quatschen und die quatschen lassen. Ich habe die Orientierung verloren. Sind wir jetzt schon an dem Hold 5 Minuten? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann eigentlich nicht sein. Man sieht hier auch noch ganz viele Checklisten. Der Mann hat das Flipbook in der Hand. Und da noch was und da ist noch Listen und Zeugs, ne? Er liest denen vor, was sie machen sollen, dem Commander und dem Pilot. Connect the Central Buses to Fuel Cells. Was hat der gesprochen? Ne? OTC PLT, also ne, ich rufe das Startkontrollzentrum, ich bin PLT, Pilot. Essential Bus is connected. Hört ihm ja eigentlich zu, hat er gesagt. Do you copy? Enjoy the ride, so würde ich das auch sagen. Man hat es gerade nicht so gut gehört, aber das Kontrollzentrum hat denen halt gesagt, from the processing team of Discovery to the crew of Discovery, enjoy the ride. So, können wir jetzt mal bitte wissen, was hier los ist, ne? Can you give us an update? Keine Ahnung. Das ist auch Routine, Start Display Recorders. So, APU Pre-Start, das heißt, wir sind jetzt kurz vor 5 Minuten, kurz vor der Pause. Wir müssen das jetzt noch gucken bis zum Start, mein Gott.
Oh. Genau, und sie guckt, ne? Es macht einer macht was und der andere guckt, ob das jetzt auch wichtig war, ne? We'll be holding here. Wie viel Zeit haben wir? Ja, 3 Minuten oder so. Okay, ja. Bis das Schaufenster zugeht. Also 3 Minuten kann der Hold nur maximal sein. Sieht hier den Bügel vom Fallschirm, den man mit dem Handschuh noch gut findet. Logo at this time. Das ist leider, das gibt es jetzt nicht mit besserem Ton auch noch, weil das sowieso schon so eine Rarität ist, glaube ich. Also ich habe das sonst nirgends gesehen, das Video, so eine Art Video. Ich auch nicht, ich wollte schon fragen, wo du das her hast. Ja, nasaspaceflight.com, also wenn ich halt registriere und so, kostet nicht viel. Das ist für ein halbes Jahr oder sowas, $50 oder so, das ist mir, ich würde auch noch das so bezahlen. Oder das einfach. Aber die haben etliche Videos in dem L2, ne? Hast du wahrscheinlich schon mal gesehen, oft. Da hinten sind Fensters, ne? Aber die sind in den Frachtraum, weil der Frachtraum natürlich zu ist, sieht man da nichts, schwarz. Und da hinten sieht man Sonne, wie sie reinkommt, die oberen Fenster nach oben raus. Und jetzt warten wir. Sind da noch mehr Astronauten im Mitdeck? Oder? Ha? Ja, im Mitdeck, also hier da unten, da sind dann noch drei Jungs, waren es, glaube ich. Ne? Also normalerweise sind es immer 7 noch. 1, 2, 3, 4 und 3 unten. Das ist auch in dieser. Das ist im Vergleich zur Raumstation. Also die Raumstation hat ja 6 Leute Besatzung inzwischen und ist ziemlich groß. Ne? 5-Zimmer-Wohnung oder sowas, sagen sie immer. Im Vergleich dazu ist das Shuttle natürlich eine winzige Blechbüchse. Ne? Und da sind 7 Leute dann drin. So, wir haben vielleicht noch 1 Minute, hat er gesagt, ne? Die wir halten können. Dann ist das Startfenster zu. Dann ist Schluss. Dann ist Kann ich dann anhalten? Genau, ja. Also die haben jetzt angehalten, also die haben jetzt angehalten bei 5 Minuten. Ne? Auf der Uhr steht T-5 und es zählt nicht. Uhr steht. Das Startfenster, das hängt ja von so Sachen ab wie. Die Raumstation ist da oben, erwischen wir die dann noch? Ne? Die Erde dreht sich ja weiter und all sowas. Von solchen Sachen hängt das ab und in dem Fall, das kommt dann später noch, Drainback Hold Time, also das hat auch technische Gründe. Da gibt es dann, wenn Temperaturen dann zu kalt werden oder zu warm, solche Sachen, ne? Davon hängt es auch ab, wie lange so ein Startfenster höchstens sein kann. Also man kann nicht einfach plötzlich einen Knopf drücken und jetzt fliegen wir oder so, sondern das ist... Genau. Und jetzt hat er, das haben wir jetzt gar nicht so gut gehört, jetzt hat er gesagt, we got verbal confirmation from the 44th Wing Commander, also der Typ von der Air Force hat gesagt, okay, wir haben das jetzt im Griff, unsere technischen Probleme, wir haben jetzt genügend Vertrauen in die Technik, dass wir das machen können, okay, go. Und jetzt ist es, das Irre ist, ne, wieder so low-tech, SRO, also die Station, die mit der Air Force dann auch redet, Im Startkontrollzentrum hat er so einen Schalter, da steht Hold, also Countdown anhalten, entweder Proceed oder Hold eben. Jetzt sagt der Startdirektor, I need you to put your Hold Switch in the Proceed Position. Genau. Bitte mal den Schalter umlegen, Junge, damit wir fliegen können. Come on, guys.
Genau. GLS, can you verify that the SRO hold has been removed? Also hat SRO jetzt den Schalter umgelegt? GLS sagt negativ. Es ist, na, wir weichen vom Plan ab. Es ist nicht so wie geprobt und jetzt. I need you to put your whole switch in the proceed position. GLS verifies. Also, gut. Hold is removed. Okay. Weil sie halt wussten, das Startfenster geht gleich zu. Pick up momentarily. Mach jetzt, ne? Drück drauf, dass das hier weiterläuft von 5 Minuten runter. Ne? Und man sieht, wir sind jetzt wieder im Plan. Ne? Die Uhr tickt jetzt wieder, 4:59 irgendwas. Leute haben Checklisten und sagen Sachen und gucken was, ne? Und drücken Knöpfe. Wird Arbeit gemacht jetzt. Weißt, wir sind wieder auf dem Plan. Ne? Wir sind wieder auf dem Dings. Das ist ein Spiegel, den er da hat, ne? Also das ist ein Spiegel, den er da hatte und gerade genommen hat und nach hinten guckt, ne? Um sein Make-up nochmal zu checken, der gute Erwin. Er guckt zu den Fenstern raus und da hinten sind vielleicht noch Anzeigen, ne? Über Kopf sind Anzeigen, man hat ja den Helm auf. Man kann den Kopf ein bisschen drehen, aber dazu muss man halt das geht halt nicht so, sondern man fasst nach oben und knirscht den Helm darüber und kann dann ein bisschen gucken, aber naja, es ist alles recht unbequem. Und deswegen, wir haben einen Spiegel, ne? Und dann gucke ich mal nach hinten. Ne? Ich drehe mich mal um. Also das. Was passiert, wenn ich was fallen lasse? Dann fällt das nach hinten. Es ist ganz viel Velcro, also ganz viel, wie heißt das Zeug? Klettverschluss. Ganz viel Klettverschluss unten, ne? An den Büchern ist unten überall Klettverschluss und dann klebt man die wohin. Und ansonsten, diese Konsolen, die sind nicht so, was ist da hinten, da ist die Robotikstation, der Roboterarm und so weiter, aber das ist dann alles abgeschaltet. Also da gibt es immer nochmal Schalter, um überhaupt Strom auf die ganze Konsole zu machen und sowas. Und die wichtigen Schalter haben auch solche Bügel dafür, ne? Dass man da halt nicht, wenn einer da irgendwie dran, dass sich dann nicht der Schalter umlegt. Und was auch immer, das kommt auch öfters mal vor, okay, we got a switch bump, also der jemand ist an den Schalter dran gedengelt und dann sagt das Kontrollzentrum, ja okay, also die sehen das ja alles, ne? Das Kontrollzentrum hat in Houston, die haben ja noch den allerbesten Überblick über alles, ne? Ja, der Orbiter hat halt gemeldet, dieser und jener Schalter ist umgelegt und dann sagen die, hey, dann sagt das Kontrollzentrum, hey, Besatzung, ihr seid da an den einen Schalter dran gedengelt, könnt ihr den mal bitte umlegen. Panel L5, GPC Mode 5 auf Run oder was auch immer. Und dann müssen die dann mal drücken. That's the engine bells moving. Ne? Also jetzt die Hydraulikpumpen sind an und jetzt fahren die Bells, die Düsen, einmal durch ihre ganze Reichweite. Und man hat es ein bisschen gesehen, dass die Leute da drin wackeln. Also offenbar, das wusste ich vorher auch nicht. Offenbar fühlt man das in den Sitzen, dass die, hier guckt auch mal zu, das ist echt geil. Offenbar fühlt man das, ne? wenn die Hydraulik da reingeht und die Sachen verschiebt. ETLO2 Pressurization, also der Tank wird versiegelt, also Ventil zu. Ne? Normalerweise verkocht das ja und geht weg, aber jetzt haben wir das. Mach mal zu. Das ist auch Routine. PLT, ne? Das ist wieder der, hat gesprochen gerade. Was man ein bisschen sieht hier, er hat da eine Uhr, wie das die Flieger immer haben. Die haben immer ihre, das ist der Time Master, bla bla bla, irgendwas Uhren. Natürlich mit extra langem Armband, dass er hier um seinen Anzug rumkommt, ne? Aber hier, wir haben eine Armbanduhr. Now, close and lock your visors and initiate O2 flow. Count check. Genau, sie hat jetzt gesagt, MS-1, sorry, ich war gerade nicht auf dem Dampfer. MS-3. Das ist wieder der Commander, das hat jetzt, ich habe jetzt Steve nicht gehört. Make sure you're boxing, man muss immer drücken, ne, wenn man sagt, also drücken, sprechen und loslassen.
natürlich, bevor die Helme zusehen, können sie einfach sich über die Luft verständigen. Da rufen einfach nach vorne. Aber jetzt nochmal Com-Check. Loud and clear. So, also, jetzt können alle wieder mit allen sprechen. Give us a great ride. Und er sagt, hat der Typ vom Middeck gesagt, na, hier, mach mal hier coole, give us a great ride. Und der Commander sagt, you're okay, man, don't worry. Jetzt haben wir Armstellung, ne? Aber wie gesagt, er liegt auf dem Rücken, also er liegt einfach so. Ne? Deswegen ist es nicht so, dass er die Arme so hätte. Das war jetzt in dem Video nicht, aber manchmal legen die sich was auch auf den Bauch so. Ne? Ich leg das mal hier ab. 25 Sekunden. Seht ihr, ich hole wieder meinen Spiegel, ich gucke hier mal. Und da hat er eine kleine, ja, das ist auch wieder Go from Engine Start, also 10 Sekunden vorher. Ne, die Triebwerke, ach ja, natürlich die Hauptmaschinen, das sind ja die mit dem flüssigen Treibstoff, wo man das Ventil einfach auf und zu machen kann und dann brennt es oder es hört auf zu brennen. Ne? Die starten halt ein paar Sekunden vorher. Das kam auch öfters mal vor, dass wir die starten, es ist irgendein Problem. Und dann schalten wir die wieder ab, bei 2 Sekunden vom Start oder sowas, schalten wir die Triebwerke wieder ab, was man ja machen kann, noch Ventil zu und dann hört es auf, ziemlich schnell. Das war auch manchmal für die Feststoffraketen natürlich nicht, die zünden wir genau bei Null, weil wenn die einmal zünden, dann brennen sie, bis sie eben ausgebrannt sind, 2 Minuten, 10 Sekunden oder sowas, ne? Die kann man nicht wieder ausmachen, das ist wie ein Streichholz oder, ne? Und hier man sieht, der Spiegel ist festgebunden, so, jetzt, also Hauptmaschinen laufen, ne? So, und das war jetzt natürlich Liftoff. 3 at 104, also alle drei Maschinen auf 104% Maximum. Das ist das Roll-Programm, man sieht, wie die Sonne hier so rüber geht, ne? Die Fenster. Roll-Programm, das war schon zu Apollo-Zeiten, das ist immer das erste, was die immer gesagt haben, Houston Roll-Programm. Also wir sehen, dass der Computer das jetzt dreht nach unten, ne? Unten ist jetzt neuerdings da, ne? Man sieht an dem Kabel, das trägt jetzt hier nach oben. Also der Atlantik ist irgendwo hier. Ne? Wir fliegen mit dem Kopf nach unten. Heads down, wings level. In the bucket, also das ist, wenn das durch die Schallmauer geht, dann ist ja der höchste Druck auf das ganze Ding. Das sind die Jungs, wie sie untereinander reden. Ne? Mit Houston ist gerade nichts. Go throttle up, jetzt ist die Schallmauer durchbrochen, ne? Nach wie viele Sekunden war das? Ein paar, ne? Nicht so viel. Also Schallmauer ist durchbrochen, jetzt gehen die Triebwerke wieder auf vollen Schub. Also man will halt, in dem Moment, wo der meiste Druck auf der Shuttle ist, regelt man die halt ein bisschen runter, um das nicht noch schlimmer zu machen, ne? Aber Sekunden im Flug. Jetzt sitzen wir wieder rum. Tja. Ich meine, es ist ja besser, wenn nichts los ist. Ne? Meine, wenn es richtig Action wäre, dann wären wahrscheinlich Sachen kaputt. Man sieht an dem Kabel, was hier hängt, wieder. Also unten geht jetzt immer mehr nach oben. Ne? Also so, SRB-Set. Nochmal gesehen, wie es geleuchtet hat. Also die Feststoffmotoren sind abgesprengt jetzt. Das ist wahrscheinlich die Höhe, ne? 25.000 Fuß oder so, weiß ich nicht. Das ist schon deutlich höher. Könnte sein, ja, weiß ich nicht. Ich meine, die normale Flughöhe ist immer 30.000, ne? Also für so ein normales Flugzeug, was du oder ich neben drin haben. Ja. So, jetzt dürfen wir die Helme wieder aufmachen, weil die Feststoffmotoren sind abgesprengt, ne? Thank you.
Das ist jetzt Houston, die sprechen, ne? Und wir haben da noch, weil wir so spät gestartet sind, noch ein paar Änderungen. Das ist die letzten, also das ist so, wenn alles andere nicht mehr geht, na, wenn alle Computer ausfallen oder so, dann haben die halt immer noch aufgeschrieben, 1.1.35 und so, wann sie was drücken müssen. Das hat Houston jetzt da durchgegeben. 3,5 Minuten. 300.000 Feet, ja, okay. Das heißt, jetzt ist schon kaum noch Atmosphäre. Wenn die untereinander reden, was sie jetzt gerade machen, dann ist es natürlich viel lockerer als das mit Houston. Das sind immer so festgelegte Dinger, die bei jedem Start auch fast gleich sind. Ne? Negative Return, also jetzt ist es so hoch und so schnell, dass es nicht mehr zurückfliegen könnte. Wenn jetzt was schief gehen würde, dann könntest du jetzt nicht mehr zurückfliegen nach Cape Canaveral. Jetzt dann bald hören wir was von TEL, das heißt in Europa landen. Also da, wir sind dann schnell genug, um über den Atlantik rüberzukommen. Jetzt wieder, ne? Oben ist da, also der lässt seine Hand einfach so locker hängen. Ne? Ja, ja, bis zu 3 oder so. Also das ist dann auch, wenn es zu viel, wenn es, ja, das ist auch wieder, in dem Bereich, nachdem die Feststoffmotoren abgesprengt sind, die sind ja unheimlich stark, das sind die Größen, die man je geflogen hat an Feststoffmotoren und so weiter, wenn die abgesprengt sind nach 2 Minuten 10 oder was, 2 Minuten 15, dann ist eine gewisse Zeit, wo das Shuttle weniger Schub erzeugt, als es eigentlich braucht. Also das ist halt dann nur noch, weil das jetzt schon genug Schwung hat und so, und dann würde das, ne, langsam wieder zurückfallen, aber es hat noch so viel Schwung, dass es dann nach und nach, die Atmosphäre nach und nach wieder dünner wird. Das heißt bescheuert erklärt, aber wenn das in diesen Bedingungen, bei der Absprengung von den Feststoffmotoren, wenn das in diesen Bedingungen jetzt gerade weiterfliegen würde, dann würde es nicht hochkommen. Es würde wieder runterfallen. Also nur dadurch, dass es noch nach oben hin Schwung hat, ist es dann nach Sekunden, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder was, ist es dann höher, Atmosphäre ist dünner, drückt weniger dagegen. Das heißt, mit dem gleichen Schub aus den Haupttriebwerken kommen wir weiter, kommen wir schneller vorwärts. Ne? Rolling heads up. Man sieht wieder. Single Engine Zaragoza 104. Ne? Zaragoza in Spanien, da ist irgendwie Airbase und da würden sie jetzt landen, wenn alles ausfallen würde, bis auf eine Maschine. Also wenn zwei Maschinen ausfallen würden, würden sie jetzt in Europa dann landen in Zaragoza. Es dreht sich immer noch. Ne? Also, ist das so? Ja. LOL! Oh Gott, das ist ja geil. Ja, ja, klar. Du darfst nicht einreisen, Mann. Nee, du fliegst jetzt zurück. Das ist mir wurscht. Geil. Das ist auch bemannt mit ein paar NASA-Leute, sind da dann auch in den Airbases in Europa. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die dann sowas haben wie auf hoher See oder sowas. Ne? Das sind eigentlich Idioten oder so, aber jetzt gerade ist Notlage. Ne? Auf hoher See sind nur wir zwei, also müssen wir uns jetzt halt mal zusammenraufen. Ne? Müssen das ist eigentlich ein Idiot, aber wir müssen das jetzt mal vorübergehend vernünftig werden. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und jetzt sind sie, ne, Köpfe nach oben, also jetzt sehen sie, jetzt läuft die Kommunikation über den Satelliten nach oben hin. Ne? Deswegen hat man gerade gesehen, wie das rollt. Den Start, den fliegt man normalerweise nicht, also war noch nie, dass jemand den Start manuell geflogen hätte. So. Bei der Landung machen sie das in der Regel schon, dass sie das wirklich nur Hand am Knüppel und dann umdrücken und fliegen. Weil das auch das wesentliche Instrument hinterher fliegen.
Ja, ja, genau, also vor dem Autopilot. Oh ja, oh, das muss ich auch noch zeigen. Ich habe noch ein Video darüber. Ja, ja. Oh Gott. Ich könnte das jetzt noch den ganzen Abend machen. Ne? Habe ich auch. So, jetzt ist abgeschaltet. Ne? So, und man sieht, da hat es wieder aufgeleuchtet. Ne? Der Außentank ist jetzt abgetrennt, abgeschwenkt. So. Helm weg. Menno, wollt ihr nicht hier gucken, da ist irgendwie ein bisschen bessere Qualität als mit dem Beamer. Ah. Der hat jetzt da so eine schwarze Tüte und hat da jetzt schon mal seinen Helm und seine Handschuhe rein, weil gleich will er hier zum Fenster rausgucken, auf den Tank. Wir machen immer Fotos von dem Tank, wie der dann wegfällt, no, nach unten in die Atmosphäre. Welcome back to space, sagt Houston. Good to be here, ja. Schön, dass Sie zurück sind im Weltraum. Das war ein Alarm jetzt. Man sieht da hinten, da ist ein Getränk, was jetzt hier so viel zum Thema, was ist, wenn die hier ihr Ding mit dem Strohhalm fallen lassen, naja, dann liegt es irgendwie hinten und dann schwebt es rum. Was ist jetzt, Mann? Screensaver. Sorry. Dann schwebt sie hier hinten rum. Sie hilft ihm jetzt, ne? Ich habe jetzt hier dann. Ich habe deinen Shoot, also deinen Fallschirm. Mache ich mich hier mal los? Ja. Ja, hat jetzt eigentlich, was er jetzt eigentlich zu tun hat, ist hier die Kamera zu nehmen, die Videokamera oder die Fotokamera und da hinten zum Fenster rauszugucken und Fotos vom Tank zu machen, wie der wegfällt. Ja, genau. Geil, ne? Ich sehe mich hier mal mit dem Fuß da drauf, wie wir das geprobt haben. Ich hänge jetzt hier mal. Der Kollege hängt unter der Decke. Raketenwissenschaftler da auch. Ja. Genau. Also, wir machen Fotos vom externen Tank. Das Shuttle hat sich inzwischen nochmal gedreht und da gibt es immer diese Fotos vom dieses große orange Ding halt da so, ne, unten der Ozean, der Indische Ozean ist das dann, wie das Ding so langsam da runterfällt, ne, wird versiegelt, damit das auch leichter dann auseinanderbricht, ne, innen ist Vakuum und dann fällt es in die Atmosphäre, die das zusammendrückt. Das Shuttle selber, warum fällt das nicht in den Ozean? Na, das macht nochmal einen kleinen, den Ohms 2 Burn, also den, die Maschinen, die kleinen Maschinen, werden nochmal kurz eingeschaltet, für, ich weiß nicht, halbe Minute, eine Minute oder sowas. Und dann ist es in einem stabilen Orbit. Sonst würde das jetzt auch wieder nach und nach irgendwie runterfallen. Ne? Wobei das alles viel weniger ein Problem ist, weil da oben im Vakuum, da ist mit einer winzigen Maschine, die hier hier unten in der dicken Suppe, in der Atmosphäre, würde die nichts bewirken. Aber nachdem da oben Vakuum ist, kann man mit der ganz kleinen Triebwerken kriegen. Okay, jetzt hat er die Kamera übrigens bekommen, das Middeck, oder der Typ hat es hochgeschoben, ne? Habt ihr gesehen, hat dem Kollegen die Kamera gegeben und hier trudelt das ist echt scheiße mit diesem Schwarz, hey, hier trudelt das Ding jetzt hier herum, die Kappe von dem Ding. Tja, es ist immer so eine Sache, weißt du, da noch was dran schrauben oder sowas, naja, also erstmal, das muss ja die ganzen Vibrationen aushalten beim Start und so weiter, das muss da rein, das muss getestet werden, das müssen 10 Leute absegnen, ne? Dann will man das steuern können und sowas, dann braucht man da wieder Motoren dran und all sowas, das ist alles nicht so, das ist technisch nicht so das Problem, nur es ist halt nicht so,
ich hier mit meinem Laptop, oh ja, ich schreibe schnell ein X-Monat-Modul, was das hier blablabla oder so. Das geht halt nicht. Ne? Es muss halt ein bisschen robuster sein alles und so schnell hingefrickelt ist halt nicht. Und du hast dann im Orbit dieses Equipment vorm Fenster hängen. Das ist eigentlich nur für die 2 Minuten oder was, für diese 2 Minuten von der Mission und die anderen 12 Tage, 14 Tage, 16 Tage braucht man das eigentlich nicht und es hängt im Fenster rum und nimmt uns eigentlich ja Platz weg oder Sicht weg oder so. Und das ist ein Abwägen und da haben sie sich halt entschlossen, okay, es ist einfacher, dass der Kollege die Handkamera nimmt, die Handkameras haben sie sowieso und die dann mal raushält, das ist jetzt einfacher, dafür Prozeduren zu haben, als so ein Ding da zu installieren oder das nach jedem Flug zu warten und durchzuchecken. Ist ja mal jetzt ein Riesenaufwand bei der NASA. Ne? Anders geht es ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Jetzt drehen sie hier noch rum. Haben wir das jetzt gehört? Der Commander hat gesagt, I forgot, stuff floats up here. Ja, richtig. Das wirklich. Was? Da hinten, ja. Was? Ach, ist das schon? Oh Gott, das habe ich ja überhaupt nicht. Ja, ja, okay. Guter Hinweis, Mann. Okay, also wir machen oben die Klappen auf, ne? Payload Bay Doors, die Frachtraumtüren müssen aufgehen. Auf der Innenseite sind ja diese Radiatoren, die Hitze abstrahlen. Man muss das ja kühlen, die ganze Elektronik und so weiter. Man muss irgendwo hin. Wo tun wir es hin? Man kann es ja nicht in den Wind halten, der das dann wegbläst, die Hitze. Ne? Also das Einzige ist, dass die durch Infrarotstrahlung abzugeben. Das heißt, man braucht größere Flächen, die das abgeben. Dafür sind diese Radiatoren. Deswegen, wenn jetzt ein Problem wäre mit den Frachtraumtüren und die zubleiben würden oder sowas, dann müsste der Shuttle auch relativ schnell wieder landen. Also ein paar Orbits oder so, dann müsste es wieder landen, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, weil sonst überhitzen die Dinge. Die Wärme kann ja nirgendwo hin. Wollen wir noch gucken? Wir müssen noch das andere gucken mit dem... Wie den Dingens. Oh Gott, ich habe noch so viele Sachen. Oh. Ja, die sollen nicht so. Wir gucken hier Space Shuttle, das ist wichtig. Ah. Ich am Arsch. Das habe ich anders nicht hergekriegt. Aber das ist auch ein bisschen eine Rarität. Also das ist jetzt vor der Landung, ne? Und man sieht hier das HUD-Display, also das Ding, was vor den Pilot da rein projiziert wird auf die Scheibe. Mach 2. Das ist also schon sehr spät. Ne? Mach 25 kommen sie rein und jetzt ist schon Mach 2, also schon fast. Das mache ich ja mit meinem Fahrrad schon. Ne? Also, da rechts ist die Höhe, ne? 74.000, das ist immer noch mehr als doppelt so hoch wie beim Airliner AC-30, 31.000 ne? Fuß. Was? 40? 38, 40, okay. Also 70.000 ist noch deutlich mehr. Ne? Das habe ich anders nicht hergekriegt als dieses Web-Dingens. Ich hatte noch eins von der Nachtlandung, das Problem mit Nacht ist halt, man sieht nicht so viel. Ne? Wie das immer so ist. Sie reden jetzt über Drag Chute Deploy, also der Bremsfallschirm, der dann auf der Landebahn da gemacht wird, ne, zum Einsatz kommt. Darüber haben Sie jetzt gesprochen. Mach 1, okay. Hier unten steht ACQ, Acquire, also. Und hier steht jetzt CSS, Control Steering, also der Commander fliegt jetzt wirklich das Shuttle. Es gibt einen Autopilot, um das zu landen, das hat man dann in den 80ern mal versucht, aber das war dann alles so, und dann hat man gesagt, ach komm, Kinders, wir entwickeln den Autopilot jetzt nicht mehr so hundertprozentig, wir machen den jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, es ist einfacher, wenn der Commander muss es eh können, also schon aus Sicherheitsgründen, dass das, wenn was schief geht, dass man einen hat, dass man Leute hat, die das können. Und ja, so fliegt man das heute mit der Hand, ne? Wie es immer so ist, in den 80ern oder 70ern, ist ja hier, Hightech aus den 70ern, ne? Oh, sie, Wer was? Seit nach Columbia kann der Autopilot wirklich komplett. Ja, genau. Die haben, das ist auch,
Die haben ein Kabel auf der Raumstation, mit dem das, ich habe jetzt vergessen die Zeit, aber das haben sie raufgebracht. Also nach Columbia gab es ja diese, 2003, da gab es ja diese Return-to-Flight-Missions. Zwei Flüge, 2005 oder so. Und einer davon hat ein neu entwickeltes Kabel da hochgebracht. Weil ja nach Columbia immer das, die Situation war, okay, also wir haben die Situation, das Shuttle ist oben, das Hitzeschild ist beschädigt, wir wissen nicht, wie sehr, ne, kommt das wieder heil runter oder nicht. Was machen wir dann? Bei Columbia war jetzt nichts mehr zu machen, also auch aufgrund von Kommunikationsproblemen, aber was würden wir jetzt machen, wenn das nochmal passiert? Ja, dann fliegen wir halt zur Raumstation und dann lassen wir die Jungs dort, machen das Shuttle zu, installieren dieses Kabel, was die letzten paar Dinge da macht, ne, oder diesen zusätzlichen Computer, und dann lassen wir den Autopilot das Shuttle landen. Das heißt, vielleicht klappt es oder vielleicht nicht. Wir haben auf jeden Fall die Astronauten in Sicherheit auf der Raumstation und das Shuttle, vielleicht verlieren wir es, vielleicht auch nicht, wir versuchen es zumindest mal, ne, besser als nichts, das automatisch landen zu lassen. Also diese Gedanken hat man sich gemacht, genau. Man kann das jetzt versuchen mit... Das ist beziehungsweise eine psychologische Geschichte gewählt. Das Einzige, was der Rechner vor Columbia nicht konnte, war Fahrwerk ausfahren. Genau, den Knopf drücken für Fahrwerk ausfahren. Weil sie Angst hatten, dass der Rechner auf die Idee kommen könnte, das irgendwo im Orbit zu machen. Und zu früh. Klappe zu, geht nicht mehr. Ja. Und dann ist halt Hitzeschild vom Komitee und kann benannt. Genau, man kann, Es ist alles weggelassen, was man nur weglassen kann. Ne? Also man kann das Fahrwerk ausfahren, aber nicht einfahren. Ne? Einfahren, das ist, da braucht man irgendwie wieder Bodenfahrzeuge mit Kränen und sonst was. Ausfahren geht, einfahren nicht. Genau. Wie schnell ist das jetzt lang? Wie schnell das jetzt noch ist? Ja, irgendwas unterhalb von Schallgeschwindigkeit. Ist nicht so. Schon schneller als ein normales Flugzeug? Beim Aufsetzen etwas unter 400 Stunden. Das kann ich jetzt nicht vergleichen, ich kenne mich mit Flugzeugen nicht so aus, aber man sieht auf jeden Fall, habe ich mir, achso übrigens, man sieht hier, diese Striche sind jetzt alle so rüber, ne? Also das Shuttle dreht sich jetzt, fliegt jetzt in Bogen, es steht hier unten auch nochmal HDG Heading, das ist dieser große Bogen, der das Shuttle fliegt, irgendwie fast so 200 Grad oder so, ne? Je nach Mission. Hier steht 1,5G, ne? Also ein bisschen mehr Beschleunigung hat das jetzt schon, weil dadurch, dass es sich in die Kurve legt. Ne? Slightly lower than 90, also jetzt sind es noch 90 Grad, bis wir die, genau, Runway in sight, Landing Field in sight. Field in sight, Copy Field in sight. Also jetzt sind es noch vielleicht, weiß ich, 70, 80 Grad die Kurve, genau. Hier steht jetzt Pre-Final. Das heißt, er zielt jetzt da darauf, ne, dass diese Markierungen sind da, wo das Shuttle hinzeigt und was ihm der Autopilot vorgibt, wo es hinzeigen soll. Ne. Und hier sieht man ganz klar die... Ja, waiting for the old lady to land. Man sieht hier noch die Landebahn und daneben die grünen Striche, die tolle Hightech von 1970. Ja, das ist irgendwie daneben und das sagt er jetzt auch gleich, we'll disregard that, also ich mache das visuell. Disregard that for lineup division. Eine Freundin hat gesagt, die früher Segel geflogen ist, Segelflug gemacht hat, ihr gesagt, da geht's ja aber steil runter hier. Der Anflug macht jeden Piloten sowas von, ich fliege Segelflieger. Das ist so, die zielen irgendwo ins Wasser und fangen an. Genau, wir zielen hier hin. Hier fängt die Landebahn an. Ne? So, Flare, also hochziehen. Tausend Fuß noch, also nix, ne? 300 Meter oder so. Und jetzt kommt's Fahrwerk raus. Genau, Gear, 300 Fuß ist Fahrwerk. Und da steht noch 250 Knoten oder sowas sind das jetzt noch, das ist in kmh irgendwie, weiß der Kuckuck was, ne? Mal 3,6 plus Wurzel 2 durch irgendwie bla. Ne? Cool, ja.
Markierung. Da ist, eine Anzeige ist noch da, können, haben Sie noch? Speed Brake ist das, das ist ja hinten am Ruder. Also das Ruder in einem normalen Flugzeug ist ja, oder heißt das Ruder? Ich weiß nicht, Rudder heißt auf Englisch, ich kenne die deutschen Wörter nicht so. Was? Seitenruder, genau, danke. Das ist ja normalerweise so ein Ding, ne? Und beim Shuttle ist es halt, das kann sich zweiteilen, das kann so aufgehen, um halt ein bisschen, ne, extra Widerstand zu machen. Das war diese Anzeige hier unten immer, ne? So ein Dreieck für Commanded, also wo es hin soll, und dann fährt das so langsam rüber, ne? Können wir jetzt nochmal gucken. Nur so als, geht so vielleicht Segelflieger, ne? Was machen die besten irgendwie? Gleitzahl 1 zu 80 oder was? Das Shuttle hat hier 1 zu 3 oder so. Das ist etwas besser als ein Ja, genau. Also für 3 Meter vorwärts geht es 1 Meter runter. Ne? Mit dem Segelflieger für 80 Meter vorwärts oder für 100 Meter vorwärts geht es 1 Meter runter. Ne? Nur so zum Vergleich. Ne? Und hier unten Speedbreak, das ist ne, wie das. Genau, jetzt ist halt das hier auf Maximum geschaltet und hier fährt es langsam rüber. Ne? Also die Hydraulik arbeitet jetzt gegen den Luftdruck. Und Nose Gear Touchdown. Ach, jetzt später. Gott, ja, wir müssen noch mehr Sachen gucken. Ich habe noch welche. Ich habe schon, ich dachte, ich habe nur eine Stunde und dann dachte ich, ach, furchtbar, schrecklich, dass ich hier, wo muss ich denn hier was drücken? Von unten gesehen? Von unten? Ja, das ist ja ziemlich normal. Dann müssen wir da mal ganz. Ja, genau, wie der so runterkommt und dann erst so, also irgendwie wenige Zentimeter über dem Boden dann noch so noch hochzieht und nach vorne fliegt. Ne? Wie meinen das jetzt? Geht das? Ich kenne das jetzt echt noch den ganzen Tag, Mann. Ah, zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich auch geil. Ach, leg mich am Arsch, ey. Shell anknurren hilft. Zum Beispiel das hier, 124, das war auch noch ganz geil. Glaube ich, wo ist denn das jetzt? Kriege ich das jetzt? Scheiß Ding. Ja, das ist wieder, ne? Open Source. Man soll es eigentlich nicht, dieses Zeug. Ja. Genau. Das ist auch noch ganz geil, das sieht man sonst auch nicht. Ich soll den nicht auf dem Bildschirm zeigen. Wir sitzen in dem, das Weiße da ist das Shuttle, ne? Wir sitzen in dem Tail Service Mast, also diese zwei grauen Aufbauten, die da hinten an den Flügeln sind. Ne? Das Shuttle hier und da sind diese zwei grauen Dinger, die noch solche Verbindungen haben. Ja, das sind diese Verbindungen. Wir sitzen in dem Mast, gucken raus, da ist das Shuttle. Und werden dann sehen, wie sich das hier, ne? Loslöst, nach hinten gezogen wird. In wenigen Stunden sehen wir das. Oh Gott, ja, kann das dauern. Machen wir schneller, ne? Und da steht es auch auf MLT3, Mobile Launch Platform 3, also die haben mehrere solche Launch Platforms. Natürlich, ne? Dass man immer mal wechseln kann und die eine noch nehmen kann. Und hier steht LOX, ne? Also Liquid Oxygen. Das ist immer ein bisschen zum Lachen, jetzt, wenn auf so einem Bagel irgendwie LOX drauf ist, dann ja, ein bisschen kalt. Das wird natürlich betankt in den Außentank. Der hat da nicht mehr selber einen Anschluss für oder sowas, sondern es wird, naja, da ist der Außentank, der Orange. Der hat ja eine Feedline, diese 40 cm Rohre, die wir vorhin gesehen haben, ins Shuttle rein. Und im Shuttle sind ja die Hauptmaschinen. Und wie, also so ist der Fluss im Futtern, wenn das verbrennt. Und andersrum, wie betanken wir das? Naja, hinten im Shuttle durch die Maschinen da so und dann in den Tank. Ne? Es ist nicht mehr, dass der Tank noch extra Ventile hat oder so. So, jetzt ist abgehoben. Ne? Das Shuttle fliegt jetzt schön, ja, zieht jetzt da vorbei. Wir ziehen den Mist zurück. Da hinten sieht man noch, wie der Sauerstoff ist, der verdampft. Blast Hood runter. Sonst geht es kaputt, der Mist. Kchonk. Sieht mal, wie das hier noch wackelt und tut, ne? Und Dinger abbrechen, Eis abbricht. Da draußen durch die Ritzen sieht man, was da jetzt, da ist jetzt natürlich Inferno, ne? Das Shuttle ist gerade abgehoben. Das
Zum Glück haben wir eine Stahltür davor, sonst wäre das jetzt hin, das, die schöne Ausrüstung. Man sieht, wie das Eis da abbricht. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber das ist halt durch den super. Wir hantieren ja hier überall mit diesem super kalten Zeug, Sauerstoff, Wasserstoff. Ne? Was auch das war gerade dieses Jahr. Selbst diese kleinen Sachen, ne, wo man denkt, oh, das ist so nur ein bisschen Klempnerei, ne, so ein paar Rohre, ein paar Ventile und so, ne, das, was kann daran so schwer sein? Aber es ist immer nochmal ein Riesenaufwand bei der NASA, das war gerade dieses Jahr. Da ist ein Shuttle-Start nicht gegangen, weil, was war jetzt? Da ist ein Shuttle-Start, ist abgeblasen worden, Scrub gab's, weil Lecks waren an so einer Platte, die eine Verbindung schafft, wo der superkalte Treibstoff durchgepumpt wird. Ne? Und naja, irgendwie ist es auch klar, mach mal so eine Verbindung, so ein Quick Disconnect, so ein, wie sagt man, ne? Gardena, irgendwie Gartenschlauch, Zusammensteckding, aber jetzt mach das mal, dass das für Raumtemperatur funktioniert, für Umgebungstemperatur und dann auch nach und nach gekühlt werden kann über Stunden auf minus sonst wie viel und dann immer noch dicht ist oder dicht genug ist zumindest, ne, macht das erstmal, ja, gut. Das kann halt sein, dass das einfach Physik ist, die man nicht gut versteht, wie sich das Material dann verhält unter den Dingen. Ja, das war gerade dieses Jahr. Ne? Also, wir dachten, wir haben das im Griff und wir dachten, wir kennen das und das hat, denke ich, noch nie Probleme gemacht, aber jetzt auf einmal, wir haben da so komische, es geht immer mehr Wasserstoff daneben, als wir kannten. Strange, ne? Ja, also so denkt man, oh, das ist doch nur ein bisschen Klempnerei da, die Parole oder so. Ja, ja, aber das macht das erstmal, ne? Das mag sein. Ja, das ist zuerst verschoben worden wegen, ich weiß nicht was, und dann war diese GAP-Sache, ne? Diese mit dieser Platte. Ja, ja, ja. Ich habe anderthalb Wochen davon live miterlebt. Wie live? Yay! Yeah. Fein. Ja, shit. Und dann, und was ist das? Das ist doch zweimal verschoben worden, ne? Das ist siebenmal verschoben worden, während ich dort war. Ja, naja, gut, ich meine, die sagen dann, wir. 20 Stunden Intervall, so richtig, mit dann versuchen wir es nochmal und versuchen. Ach nee, aber das, okay, jetzt mach was ganz. Ja, ja, aber das war ja alles dieses Problem mit der GAP, ne? Also das war nee, doch. Nee, das ging nur das erste Verschiebung, was Wetter, zweite Verschiebung war. Ja, gut, das Wetter, ich meine, das ist. Das Wetter ist immer unterhaltsam in Florida. Das war unheimlich kreativ. Ja, was heißt kreativ? Ich meine, das Wetter ist tatsächlich immer sehr unterhaltsam in Florida. Also das kann man ja keine drei Tage vorher sagen. Ja, das Winterwetter ging ein bisschen. Nee, ich habe es ja eingesehen, aber ich war schon ein bisschen stinkig. Ja, ja, ich meine, das stell mal vor. Das hast du dann mit 4,5 Monaten Verspätung. Wie es immer ist, ne? Ich meine, man hat Sachen nicht. Mir ist es, genau, wie der Mike Leinbach, also der Startdirektor auch gesagt hat, ne? You launch when you're ready and you don't when you're not. Ja, also so ganz souverän, wir starten, wenn wir bereit sind. Und wenn wir nicht bereit sind, dann esse ich. Ja, was ja besser ist, wenn sie jetzt die Souveränität haben, das so zu sagen, als in den 80ern hätten sie eher gesagt, oh ja Gott, wir müssen und dann kommt irgendwie so eine riesen Kacke raus. Was haben wir denn noch eigentlich? Ganz viele Sachen. Ich habe ja als TS 125 live erlebt. Echt? Das war die. Flügen, der auf den ersten Versuch gestartet ist. Echt? Ich habe ihn gesehen. Ja. Ja, das war im März dann nochmal dort. Im März? Jetzt gerade oder was? Im März. Yay! Ist ja krass. Das war 10 Minuten, nachdem ich daheim zu meiner Haustür rein bin. Unfair! Und ich hab den Stream noch anschmeißen können. Ja. Das ist kacke, ja. Ich hatte 10 Tage vor Ort nichts zu tun. Ich habe gedacht, das muss man. Unfair. Das muss er jetzt irgendwie kriegen. Oh, Beach, da kannst du aushalten. Nicht zu Shuttle Launch Day reisen, nein. Ach so, ist da tatsächlich viel los? Ich hätte jetzt echt gedacht, Shuttle oder so. Also so ein paar Spinner kommen, aber. Nein, auf die letzte zu, jetzt nochmal waren ungefähr 1,5 Millionen Leute da. Ah ja, okay. Ja, das ist, weil das. Nein, in West Western $300 die Nacht bezahlt. Okay. Minimum 2 days. Und die waren ausverkauft. Krasomate. Ja, ja, 125, wann war das? Das war letztes oder so Jahr. 2009, ja. Der übrigens auch noch ein bisschen. Ist echt, dieses Xini ist ein Riesenscheiß. Das Problem ist nur, die anderen Sachen sind noch ein größerer Scheiß. Holz was?
Ach, VLC, das hat irgendwie wieder 4000 Knöpfe, die ich nicht verstehe und funktionieren tut keiner davon. Das hat 500. Ich weiß nicht, es war jedes Mal, oder ich habe das, naja, ich nehme nur Maxine, weil das funktioniert für DVDs verdammt normal. Was? Ja, aber VLC, da war immer irgendwas, gingen die Menüs nicht oder Untertitel oder irgendwas war immer. Also irgendwie so ein Grundfeature, was ich unbedingt haben wollte und das fand ich auch kacke. Ja, aber da ist Big Bang Theory drauf und Star Trek, Next Generation und... ja, die 125, die waren auch ganz interessant, weil das war die Mission zum Hubble-Teleskop, ne? Das Hubble-Teleskop ist ja wo ganz anders im Weltraum als die Raumstation. Das heißt, und da kann man nicht so einfach mal rüberfliegen. Ne? Das ist ja alles, diese orbitale Mechanik ist ja nochmal ziemlich krass auch. Ne? Und da wollten sie aber diese Rettungsoption trotzdem haben. Ne? Also dieses, wir lassen das Shuttle, ein Shuttle mit beschädigtem Hitzeschild, wollen wir im Weltraum lassen können, mit dem anderen Shuttle hochfliegen und die Leute holen. Ne? Also hatten sie dann, das war glaube ich zum ersten Mal überhaupt, hatten sie dann für eine gewisse Zeit zwei Shuttles an den Startrampen stehen. Also das eine, was fliegen sollte und das andere, was nur so, das sollte später einen normalen Flug machen, aber wir haben auch die Option, das zu beschleunigen, um die Leute zu retten, sollten die da festhängen beim Hubble-Teleskop. Ne? Also diese Sache, diese Launch-on-Need-Mission, also diese Rettungsmission, diese Option, das planen sie auch jedes Mal durch. Ne? Für das Hubble-Teleskop war das extra schwierig, weil das halt, naja, woanders ist als die Raumstation. Bei der Raumstation geht es schon. Ne? Da noch ein paar Leute mehr, das geht dann schon halbwegs. Ne? Aber, ja. Ja, ist geil. Da gibt es so ein... Ja, ich finde das auch langsam. Also ich meine, du könntest... ja. Ich finde das auch langsam, also ziemlich zum Kotzen, was du hier machst. Ne? Da gibt es auch so ein Foto, wo habe ich denn das jetzt? Habe ich das hier irgendwo? Gott, ist das klein. Mal das mal auf den Desktop. Da gibt es so ein Foto, wo die da stehen. Wo die so aus dem Ding ragen, aus dem Nebel da rausragen. Ja, das ist schon mal ganz nett. Ich dachte, da gibt's, ist das nicht das mit dem Nebel, dann ist das vielleicht wahrscheinlich ein anderes. Ne? Was ist denn das für ein Shit jetzt hier? Ah ja. Ja genau, so war das da. Ne? Das war diese 125er Mission, wo man zwei Shuttles auf den zwei Pads gesehen hat. Ne? Was glaube ich sonst noch nie oder höchst selten war. Ne? Das ist dieses berühmte Foto da. Ne? Das eine soll fliegen zum Teleskop und das andere soll hier nochmal so machen. Oh ja, das müssen wir auch noch gucken. Da war doch hier irgendwo dieses, wo bin ich denn das? Ich bin ja durch, ja. Ja, das müssen wir auch noch gucken. Aber da war dieses, der eine Typ, der Mike Massimino, war der Astronaut, der am Hubble-Teleskop da rumgeschraubt hat, ne? In dem Moment. Und da gibt es diese eine Handrail, also diese eine Schiene, die ging nicht ab, weil, naja, ist installiert worden irgendwann 1995 oder was, ne, raufgeflogen, war dann nahe absoluten Nullpunkt und so weiter und so weiter. Ne. Gut, also das Problem ist, die Schraube geht nicht raus und das Ding geht nicht ab. Naja, und dann hat der Astronaut schließlich, ja, ich breche das jetzt ab. Naja, und dann hat er das halt an der einen Seite losgeschraubt und an der anderen Seite ja, abgebrochen. Und das ging dann auch ganz gut, also es keine Splitter oder so gab. Und naja, also warum haben wir keine Roboter im Weltall? Ja, ungefähr deswegen. Also dann beschließen wir müssen das jetzt abbrechen, weil anders geht's nicht. Die Schiene, da habe ich auch noch ein Video von, das können wir auch noch gucken. So war das da, den man übrigens bei Twitter folgen kann, den Typ Mike Massimino. Die Tasche verloren hat, ja. Ja, Fehler passieren, weißt du? Ich meine, das war ja noch nicht so wild, ne? Ich meine, das ist halt weggeschwebt, aber... Ja. Jetzt müssen wir hier nochmal... Ach ja, natürlich, der... Ja, es war eine ISS-Mission und da war die dann...
ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die eine Astronautin, die war dann, oh, I think we had a grease gun explode, also eine, wie sagt man, eine Tube mit, eine Pistole für Schmiermittel, Schmierpistole. Oh, die ist wohl laut, ja, explodiert, alles voll mit Schmiermittel in meiner Tasche, in meiner Werkzeugtasche und so, und hat da dann rum Dings, ne, und hat dann, naja, wenn es nicht festgebunden ist, dann schwebt es halt weg. Und hat dann halt in dem Moment, wo, wenn es nicht nach Bahn läuft und man anfängt zu improvisieren, da passiert halt sowas mal. Und naja, gut, Leute machen Fehler. Ja, das ist jetzt vor der Landung von irgendeinem, wie heißt das, Space Shuttle, und ich muss da hindrücken, dieser ganze Konvoi für die Landung, ne, wie das immer so ist, ne, Polizeiwagen, ganz viele Leute, Konvoi Commander, das ist auch immer weiter gewachsen, ne, also anfangs waren das so ein paar Fahrzeuge und jetzt, ja, der unsägliche George Stiller, oh Gott, ja, der erklärt uns das. Or GPS, which has fully replaced the TACAM on this particular space shuttle orbiter. As Endeavour intercepts the heading alignment circle, the first. Ja, das wissen wir doch alles. Das sind diese Fahrzeuge mit Rüsseln dran, die sie ausfahren können. Man muss bei dem Shuttle dann da noch restliche Tankfüllung, was da drin ist, das ist ja alles ziemlich giftiges Zeug, diese Raketen. Also muss man abziehen, abpumpen, alles Mögliche. Ne? Endeavour's weight as it touches down on the runway will be 207,582 pounds, about 62,185 pounds lighter than when launched. After the orbiter's landing rollout is complete, there will then be the usual safety inspections. Die Sniff-Checks, von denen er redet, das sind Leute in weißen Anzügen mit Gasmasken, die hingehen und halt gucken, dass da nicht von diesen giftigen Treibstoffen da irgendwie vielleicht was ausgelaufen ist. Weil in einer Stunde oder so hast du da 100 Leute, die da rumlaufen am Shuttle und irgendwas machen. Und die Astronauten selber auch. Und der Startdirektor kommt auch und hat eine Krawatte angezogen und all sowas. Und sagt Hallo, naja, und da will man halt nicht, dass da irgendwie Treibstoffrückstände oder sonst was ist. Es gibt diese Positions, also George Stiller online pulses, die was? Da gibt es so System Engineering Calls über das Space Shuttle, die ganzen Chief Engineers, die das damals entwickelt haben. Cool. Das ist online Kurs auf dem MIT Systems. Aha, okay, cool, ja. Schön, schön, schön. Nicht schlecht. Ich auch gucken. Da hat er auch einmal gesagt, er würde nie wieder dieses Monomethylhydrazin als Beispiel für diese kleineren Triebwerke, ja, weil es zu viel Schwerereien mit sich bringt. Ja, genau, also das Hydrazin nimmt man halt, weil das ist hypergolisch, das heißt, man muss das nur, man braucht ja einen Sauerstoffträger, ne, einen Oxidizer und dann den Treibstoff selber. Also ich meine, brennen geht ja nur, wenn Sauerstoff da ist, und im Weltraum ist da nicht viel, und deswegen müssen wir den Sauerstoffträger mitnehmen. Also die eine Chemikalie und die andere Chemikalie ist der Treibstoff selber. Das ist dieses Hydrazin. Das ist hypergolisch, das heißt, in dem Moment, wo man das zusammen mischt, zusammenrührt mit dem anderen, zündet das von selber. Der Sauerstoffträger und der Treibstoff, die zünden von selber. Man muss da nicht mehr irgendwie pyrotechnisch oder mit dem Streichholz irgendwie dran oder so, das zündet von selber. Das ist halt schön einfach, aber die Kehrseite ist, diese Chemikalie ist halt ziemlich giftig und ziemlich schwierig auf dem Boden dann zu handeln. Ja, das ist ganz schön. Ne? Ach. Ja, ich meine, find mal eine. Also. Ich habe jetzt keine in der Hosentasche. Was? Ist das das von dem Chemiker, der Flüssigtreibstoffentwicklungen für Army Air Force und dann später NASA gemacht hat? Genau, das war in Nottingham, war das, ne? An der University Nottingham war der irgendwie, und dann, ja, hat er diese ganze Chemie gemacht, ne? Der, also, schreibt einen wunderschönen Stil, oh, die Chemikalien so. Zum Umgang damit sollte zu Lecks. Leck das damit. Und Leck davon empfehle ich zum Umgang ein sehr gutes Paar Laufspuren. Aha. Das gibt Sachen, die kann effektiv nicht löschen. Mit nichts. Wo, ja, Sand drauf geht, der Sand verbrennt. Ja, 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 scheiße, ja.
So ist es, ja. Die frühen Interkontinentalraketen waren bekannt mit Raketensäure. Ja. Ja, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Problem. Die stehen ja dann vielleicht Monate oder sonst wie. Also die haben ja lange, lange Standzeiten da. Ich habe PDF, hat es interessiert. Nein, von dem Buch? Ja. Cool. Ja, das ist, ist so ein Treibstoff zu finden. Ja, da, gute Frage, ne? Ich meine, das ist alles nicht toll, ne? Wie gesagt, der flüssige Wasserstoff, flüssige Sauerstoff, da ist zwar viel wuchtig drin, aber es ist halt, du musst das immer kühlen, du musst hast alle möglichen Probleme mit den Zeugen. Aber wenn das freigesetzt wird, das kann auch explodieren. Also ist nicht gar so giftig, aber ist auch gefährlich. Ne? Und es ist alles nicht toll. Das hypogolische Zeug, das ist meistens noch giftiger. Also es funktioniert wenigstens bei Raumtemperatur. Aber ja, naja. Jetzt sehen wir Hexcenter. Ja. Ja, Baby. Das ist Houston, das berühmte Kontrollzentrum. Man sieht, wie die hier diese Konsole haben, die noch, damals war das halt alles, ich meine, das ist schon ein bisschen geupdatet, aber nicht so ganz. Im Raum von der Raumstation, da sind das einfach ein Haufen PCs mit Bildschirmen. Hier sind das diese Spezialkonsole, die fest eingebaut sind und so. Ne? Das ist halt, damals hat man halt eher an Hardware gedacht und nicht in Software, ne? Wir nehmen einen Standardcomputer. Ja, ich glaube nicht, dass die im Internet sind. Also die Updates, die kann man sich dann auch vielleicht schenken, hoffentlich. Aber ja. Ja, das ist mir auch ein Rätsel, was das hier für Dinger sind. Na, das müssen die Linien sind wahrscheinlich, wo Sonnenlicht ist oder so. Nee, das Dunkle ist, wo Sonnenlicht ist. Da ist offensichtlich das Shuttle. Ne? Das ist jetzt der letzte Orbit. Ne? Also das sind ja, man hat ja immer diese Sinuswellen. Wenn das um die Erde so rum ist, die Erde ist so gerade und das Shuttle hat ja eine, das geht ja nicht so um den Äquator rum, sondern das hat ja eine Inclination, also das hat ja 50 Grad oder so geneigt, ne, also so rum. Das heißt, wenn man das so abrollt, dann gibt das halt diese Sinuswellen auf der Karte. Das war jetzt offensichtlich der letzte Orbit, ne? Kurz vor der Landung. Shuttle Endeavour, ich weiß jetzt gar nicht, welche Mission, also Startknopf. Ne? Diese Anzeigen sind auch, wenn die ihre Daten verlieren, das ist ja alles immer mal. Ne? Ich meine, wir kriegen das WLAN schon von hier. Habe ich jetzt hier WLAN? Nee, hier oben nicht und so. Ich meine, wir kriegen ja das schon nicht kaum in den Griff. Aber jetzt mit dem Shuttle da im Weltraum zu reden, da fällt halt auch mal ein paar Sekunden oder so das Signal aus. Dann kommen da so große rote Striche, so ein großes rotes X kommt da über die Anzeige, damit auch keiner denkt, das sind aktuelle Daten. Ne? Das sind alte Daten, die sind älter als 5 Sekunden oder so. Also, ne? Rotes X drüber. Hier ist nochmal der ganze Konvoi. Ne? Das ist sehr schön, weil es sind ein Haufen Blinklichter und es ist Nacht und das ist fein. Ja, es war gerade Dämmerung. Ne? Naja, es war Dämmerung. Also ich habe das schon gesehen, dass es immer dunkler wird. Ne? Ich meine, wir fahren da auch schon langsam hin, diese ganzen Spezialfahrzeuge, die sind ja jetzt auch nicht. Wir fahren da jetzt schön gemütlich rüber. Haben wir noch Zeit. Es ist gerade Dämmerung und das wird eine Nachtlandung. Ne? Man sieht hier hinten schon, wir haben diese ultra krassen Xenonlampen an. Hier stehen auch schon Leute offenbar. Was haben wir da? Ja, da spiegelt sich der Sonnenuntergang in die rote Sonne in so einem Teich. Wie gesagt, ne? Cape Canaveral, alles Naturschutzgebiet. Also wenn nicht gerade die Raketen da sind, aber so abseits davon ist immer Naturschutzgebiet. Ne? NASA hat auch eigene Biologen, die dann ich weiß nicht, die Schippen irgendwie in den Atlantik schmeißen oder irgendwas. Unheimlich viel Vogelfiehzeug. Vogelfieh, ja, Wahnsinn. Auch diese Schweine da, diese Wildschweine, ne, die da rumeiern. Ja, auf jeden Fall die Seekühe auch, ja. Die ja nicht so viel stören. Ja, klar, die stören nicht. Also die sind vielleicht alle. Dadurch, dass es so ein bisschen Sperrgebiet ist, dass eine der Gegenden. Ja. Ja, die Seekühe, die stören jetzt nicht besonders. Ich meine, manchmal muss man diesen externen Tank, der wird ja zusammengefummelt in. Hier kommen die Hubschrauber, jawohl. Nein. Ist richtig Action machen die für uns. Schön, schön, schön. Nein, das wird gleich außerirdische dann. Ja, für ein paar Tage war es außerirdische, ja. Ja, die Seekühe, die stören wahrscheinlich nicht besonders. Also das Einzige, ich meine, die NASA hat auch irgendwie Schiffe und so noch für alles, aber um die
Die Feststoffraketen, die weißen dünnen Dinger, die fallen ja in den Atlantik und die werden ja dann wieder aufgesammelt und zurückgebracht. Also gibt es zwei Schiffe, ne, Freedom und Liberty, die sammeln die auf, fahren die zurück. Dann werden sie wieder neu ausgestattet für den nächsten Flug. Ne? Das ist ja alles wiederverwendbar bis auf den Außentank, also bis auf das Orange ist alles wiederverwendbar, theoretisch. Mit enorm viel, wir müssen ganz viel austauschen und ganz viel warten und alles, aber ja. Man dachte halt damals, ja, wir müssen das alles wiederverwendbar haben. Das macht es unheimlich kompliziert, aber naja. Also rein ökonomisch wäre es gut gelegen, einfach neue Main Engines einzubauen, dass die alten. Ja, naja gut, die Main Engines, die sind ja so. Ja, die Main Engines, was ich jetzt noch alles erzählen könnte. Ne? Genau, also die Main Engines, es ist tatsächlich so, wir reden über die drei Triebwerke, die hier hinten im Heck drin sind, die Hauptmaschinen, die mit dem flüssigen Treibstoff sind, diese Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerke. Die sind halt, da haben sie sich halt in den Kopf gesetzt in den 70ern, ne? Technik waren. Wir müssen die jetzt so geil machen, wie es irgendwie geht, also so viel Schub, wie irgendwie geht. Und die haben, glaube ich, ein Thrust-to-Weight-Ratio, also ein Schub zu. Also, ich baue ein riesen Raketentriebwerk, das hat enorm viel Schub. Naja, gut, klar. Die Kunst ist es, ein Raketentriebwerk zu bauen, das enorm viel Schub hat, aber auch selber nicht viel wiegt. Ne? Selber sehr klein ist, aber enorm Umf macht. Ne? Die Shuttle Main Engines, die haben also diese Thrust-to-Weight-Ratio. Was so ultra hoch ist, also da haben sie halt, da sind sie einfach total bis ans Limit gegangen, was technisch machbar ist. Das ist bisher, glaube ich, nie erreicht worden. Also keine andere in den 30 Jahren, 40 Jahren, kein anderes Raketentriebwerk ist da rangekommen. Aber das Problem ist halt, die sind ultra kompliziert auch. Ne? Also die haben so wahnsinnig viele Kleinteile und Bauteile und alles muss gewartet werden und gecheckt werden und so. Ne? Die sind wahnsinnig leicht für den Schub, den sie produzieren, aber auch ultra kompliziert. Also das ist ganz schrecklich. Und deswegen, heute würde man sowas nicht mehr entwerfen eigentlich. Also so würde man das heute nicht mehr bauen. Die SpaceX. Ja, die auch. Ne? Für Argus, da gehen sie zurück auf die Sachen, die Apollo gemacht hat. Ne? Also das hat dann zwar weniger Schub, also das hat dann zwar mehr Gewicht, so eine Engine, aber die hat halt 80% weniger Bauteile. Ne? Also nicht 100 Milliarden Bauteile, sondern entsprechend weniger. Und was seid ihr? Über die Apollo-Hauptriebwerke kann ich auch eine Stunde reden. Über die was? Über die Apollo-Hauptriebwerke. Ja, ich auch, ne? Also die auf jeden Fall, ja. LOL! Das ist eine große Triebsauerentwicklung, weil das Airbus 68 von Amis für die Delta, da sind sie auch nur auf dieses Nebenstromverfahren zugegangen. Ja, wie heißt das Nebenstromverfahren auf Englisch? Ist das die Gas Generator? Genau. Ja. Und ich glaube, die Shuttle-Maschine kostet 50 Millionen pro Stück und die RS 68, obwohl sie mehr Schub hat, kostet 14 Millionen. Ja, genau. Ich glaube, das ist die RS 68, die ich da meine mit, die hat 80% weniger Teile als Bauteile als die Shuttle Main Engine. Das ist auch, wenn die Shuttles kommen ja jetzt ins Museum, ne? Sind schon im Retirement Processing, da werden Maschinen ausgebaut und weil die immer noch Hightech sind, immer noch, ja, wie gesagt, man hat keine Maschinen, die für das Gewicht so viel Schub erzeugen. Soweit ich weiß, also zumindest sind die sehr weit oben mit dabei, wenn man eine Liste aufstellen würde. Die werden aufgehoben bei der NASA und dann halt irgendwelche Attrappen werden eingebaut fürs Museum. Also man stellt nicht diese ultra teuren Dinger ins Museum. Ja, die Main Engines, die werden komplett rausgenommen aus dem Shuttle. Das sieht man, das ist so ein Gefährt mit so einem. Ah, das google ich auch nochmal, das Bild. Das ist so ein Gefährt, das nimmt die Main Engine, die werden rausgenommen, werden inspiziert, durchgecheckt und das dauert länger als für den Orbiter selber. Das heißt, wir haben, es fliegt nicht immer der gleiche Orbiter mit den gleichen Maschinen, sondern die Maschinen werden ausgebaut, die brauchen dann, weiß nicht wie viele Monate, ja, ich sage jetzt mal x Monate, bis die wieder einsatzbereit sind, bis die komplett gewartet sind. Der Orbiter braucht weniger als x Monate, bis der wieder einsatzbereit ist. Ne? Also man hat halt dann entsprechend mehr Maschinen, baut andere Maschinen ein und lässt den Orbiter fliegen, während die alten Maschinen noch gewartet werden, in der Wartung sind. Ne? Also die haben einen längeren Zyklus, weil das halt die wahnsinnig komplizierte Teile sind. Ne? Ist ja auch irgendwie klar. Diese ganzen, das ist eigentlich kontrollierte Explosion, das Ganze. Ne? Hier nochmal Hack Center, ne? Da ist der Flugdirektor, ich glaube das ist Richard Jones für die oder sowas. Also Flugdirektor, Assistant Flugdirektor, das ist der immer sagt,
Endeavour Houston. Capcom heißt der. Das ist immer ein Astronaut, der da auch sitzt, ne, weil der die ganzen Prozeduren und das alles kennt und sich da eher einversetzen kann. Was man auch immer noch so macht. Ne? Man hat nicht das, dass jeder mit dem Shuttle reden kann oder mit den Astronauten reden kann, sondern immer nur einer, damit das irgendwie auch klar ist. Ne? Ein bisschen, sonst jeder quatscht durcheinander, dann weiß auch keiner mehr. Kann man das noch vorwärts machen irgendwie mehr? Ja, diese Dinger, was heißt das? Ne? Das ist ein Tiris-Satellit, das ist ein Satellit, mit dem das Kommunikationssatellit für das Shuttle, ne? Das hat ja sein eigenes, oder nicht ganz sein eigenes, aber sein Kommunikationsnetzwerk, mit dem das macht, das weiß ich nicht, was das ist, DGSS, komisch. Das kann sein, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also das ist sicher MLXS, das heißt mit Sicherheit MILA, also Merritt Island. Das ist eine große Kommunikationsstation von der NASA, Tracking-Station. Das ist der Capcom, das ist glaube ich Fergie, oder? Capcom. Wo wir das hatten von Beobachten von Schnauzen, aber es ist Stopp und in zwei Tage und dann wird dann übernehmen auch bald. Ja, ich auch. Weißt du, der, welche Rolle hatte der? John Coward. Der ist halt auf Twitter und der hat auch immer, dem habe ich auch gefollowt dann schon immer. Der war ja da Deputy Manager oder so, also ziemlich weit oben für den Ares 1X Start. Für Ares 1X haben die halt einen. Ares ist ja das Programm, was nach dem Shuttle kommt. Irgendwann dann mal, ne? Was jetzt gerade irgendwie. Vielleicht wie komplett. Naja, aber ein paar Sachen. Was? Ist tot. Wie tot? Aber die haben das doch wieder dann auf, oder was? Nur das Orion und Aussagen. Ja, also manche Sachen kommen noch. Ares ist tot. Die haben doch hier eben noch das Storm getestet auf der Mission. Also dieses Navigationsding. Ja, und der Ares Launch Tower ist auch fertig und steht da. Aber ja, das ist 39B. Ne? Ja. Nee, das ist der nein, Launch, es gibt einen Ares Launch Tower, den haben sie dahinter, der steht direkt neben dem VAB. Aha. Brandneu. Das VAB ist dieses ultra große Gebäude. Das Millionen gekostet oder sowas. Ja. Sie überlegen jetzt gerade, wie sie wieder sinnvoll auseinandernehmen. Ja, es ist nicht so, man sagt immer, zuerst ist Apollo bis 1975 oder so, 76 und dann kommt das Shuttle und so, aber also im Rückblick sieht das alles immer so furchtbar linear aus, ne, so geradlinig, aber das ist es nicht. Ne, wir versuchen dies und das und da gibt es Ansätze und Planungen, es geht immer parallel in verschiedene Richtungen und dann irgendwas kommt dann, irgendwas setzt sich durch, ne, das steht im Geschichtsbuch, aber genau. Ja, das VAB ist das ultra große Gebäude, das schon zu Apollo-Zeiten genommen worden ist, wo die zusammengesetzt werden. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Feststoffraketen, oh ja, das müssen wir auch noch gucken. Wo waren das jetzt genau? Oh, ja, das weiß ich schon. Ja, also man sieht hier die Saturn V, ne, vom Apollo-Programm. Und das ist der, ja, das sind geile Bilder auch, ne? Ach Kinders, warum ist denn das so klein? Scheiße. Sag mal, was für eine Sprache ist denn dein Google? Oh, das ist Dänisch. Ich habe mal in Dänemark gewohnt, ich finde das ganz putzig. Ich finde das super süß. Ja, ein bisschen sieht man es nicht so gut, aber ja, dieses Riesengebäude, alle möglichen Arbeitsplattformen überall. Da unten der Crawler, von dem ich vorhin gesprochen habe, Hans und Franz. Mit diesen riesigen, wie sagt man, Raupen, da drauf die Startplattform, da drauf Tail Service Masts haben wir gesehen, ne? Und das ganze Shuttle, diese vier Segmente von den Feststoffraketen kann man sehen, ja, und im VAB wird das halt, das wurde schon zu Apollo-Zeiten genommen und da wird das halt zusammengesetzt. Ne? Wir kriegen vier Segmente von den Feststoffraketen, auf denen drauf steht Loaded, und die werden also bock, bisschen auseinandergebogen, den externen Tank rein, Shuttle rein, hoch, rüber und dran. Hast du nicht das Timelapse-Video, wo die das... Genau, das gibt's auch, ja. Das können wir auch noch gucken. Ich habe auch noch das andere Video laufen von dem... ja, irgendwie sowas, ne? Word.
Typical Time Lapse. Ja, ja. Wer weiß. Könnte was werden, ne? Ja, genau, es wird hochgehoben und in einem 45-Grad-Winkel durch. Ja, ja, genau. Zack, dran. Gelbe Dinger. Ich finde fast, wie groß die Halle ist. Ja, ja, die hat ihr eigenes Klima, ne? Und viele Fahrräder, um da überhaupt von irgendwo hinzukommen, ne? Und die Halle ist ja jetzt doppelt so hoch wie die Shuttle eigentlich. Ja, weil die Apollo-Rakete ja so. Das war ja größer, eine doppelt so groß. War ja sehr viel höher, ne? Ja, genau. Von der, ich meine, der Shuttle hat rüberwärts noch mehr, aber das, genau, das ist eigentlich zu groß für Shuttle, ne? Aber. Klar nimmt man immer das, was man schon hat. Ne? Da unten ist dieses Ding, was da rumfährt, genau, weg damit. Was der Shuttle rumfahren kann. So machen wir das. Fein. Seht ihr, ne? Die ET-Doors sind offen, also die für die Anschlüsse für die 40 cm Rohre, durch die der Treibstoff reingeht, die sind jetzt auch auf, ne? Aufgeklappt. Fahrwerk ist zu, Nose Gear ist auch sowieso zu. Ne? Dann sieht man die. Ah, wie sagt man, die Linksruder, Elevons. Yes, yes. Und die Türen aufzumachen dauert wie lang? Eine Stunde oder so, ne? Die Türen aufzufahren. Ich frage mich, ob ich noch was erzählen darf, ob ich dann wirklich verprügelt werde. Ja, ich war ja im VIP und hab. Ich durfte ja mal ins Shuttle reinsitzen, oder was? Nee, meine frühere Firma hat die Schubvektor-Aktuatoren gebaut, die Main Engines und die Boosters und sowohl also die auch die Speed Brake, also auch diese APU. Krass, oh Mann. Und da, wo dieser also die Schubvektor-Aktuator zusammengebaut und gewartet wird, da bin ich mal durchgelaufen. Yay! Also die Gelenke für die Hauptdüsen, die man jetzt hier nicht sieht, ne? Aber die drei Hauptmaschinen, die kann man ja schwenken, wie wir da gesehen haben, kurz vorm Start, waren die ja einmal durch ihre ganze Dings gefahren. Ne? Genau, die Aktuatoren, die das drehen können, das ist ja geil, hey, nicht schlecht. Das ist ein Wahnsinnsstück Ingenieursleistung, diese Aktuatoren. Ja, ich meine, die müssen ja den ganzen Schub eigentlich halten, der von unten kommt und den nach oben weitergeben und dann sie noch drehen können. Aber was hart daran ist, ist erstmal, da ist keine Software drin, keine Elektronik. Aha. Und trotzdem ist es ein vierfach redundantes System, hydraulisch, okay. Das die Position regelt. Okay. Also von dem, was da entwickelt wurde, ist es einfach Wahnsinn, dass sowas funktionieren kann. Ja, ja. Ja. Keine Mechanik, aber vierfach redundant. Und so ist es ungefähr, also ich meine, wie gesagt, die Hauptmaschinen sind schon das ultra krasseste an dem Shuttle, aber an ganz vielen Stellen ist das so, dass man denkt, so eine Rakete ist doch ganz klar, habe ich doch hier auch, das kann ja so schwer sein. Ne? Aber wenn man da dann mal so reingeht ein bisschen und sich da genauer Gedanken macht, jeder kleinste Scheiß ist ein Riesenaufwand. Ne? Genau, hier Aktuatoren, was da, na, vierfach redundant, hydraulisch, keine Elektronik, also ja, wie geht das eigentlich? Ne? Naja, und das ist dann in dem ganzen System wieder nur so ein, ja, eigentlich ein recht kleiner Teil. Ne? Jahre der Raumfahrtgeschichte angucken, all die Raketen, die draufgegangen sind. Das waren ja alles so kleine technische Geschichten, an die man nicht gedacht hat. Ja. So Feinheiten. Ja, ja, genau. Es ist nicht so, dass man irgendwie sich irgendwie so einen Plan zurechtlegt und den dann durchgeht oder sowas. Es ist immer, man fängt was an, dann ist ein Problem und dann geht man damit um. Ne? Und das hat dann schon geformt, die Geschichte geformt. Und dann kommt das nächste Problem und dann geht man damit irgendwie um, ne? Und sucht Lösungen. Und naja, was man am Schluss hat, sind die ganzen Lösungen für die ganzen Probleme. Ne? Das, was ursprünglich der Plan war, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ne? Was sehen wir jetzt eigentlich? Ach, das ist zu Ende. Oh Gott. Es gibt ja eine wunderschöne Sammlung von Videos der Raketentest-Fehlstarts aus den 1950ern. Ja, das. Sie sind da, dass man die Ohren geflogen ist. Ja, ja. Ja, es ist ja auch, ich meine, es ist, ah ja, das ist auch schön. Fein. Vorspulen. Muss ich jetzt hier was machen? Nee, ich glaube, es macht schon. Yes, wir schrauben das hier mal dran. Ah, schöne Dinger, die haben wir vorhin auch gesehen, die Abdeckungen. Ich glaube, wenn das jetzt in der Geschwindigkeit weitergeht, dann ist es doch. Ach, die immer mit ihren blöden Fahnen, hey. Das ist wichtig. Muss man ausschlagen.
Was machen die Leute da? Nehmen die Schrauben jetzt raus oder was? Auf den Cockpitfenstern sind natürlich auch noch Abdeckungen im Moment. Und auf den Steuerdüsen auch, auf den RCS. Ne? Und alles festgebunden nochmal extra. Weil an der Startrampe will man nicht, wenn da irgendwas losgeschüttelt wird oder Sturm oder was weiß ich was, ne? Dann es soll nicht fallen. Ne? Und deswegen alles festbinden. Yes, das sind Leute, die mit uns hier voll quatschen. Was ist denn da? Das würde ich auch bei dieser Hauptmaschine ankotzen. Da ist überall Sicherheitsdraht dran. An jedem Teil, an jeder Schraube wird so ein Draht angedreht, verzwurbelt mit dem anderen Teil, verzwurbelt, für den Fall, dass was wegfällt. Ja, genau. Ein meterweise Draht verbaut. Klar. Allein da sind verbunden ja 5 Wochen. Ich weiß es nicht, ich schätze es nicht. Ja, auf jeden Fall. Und dann musst du es wieder auseinandernehmen nach dem Flug oder so. Dann wird es gewartet und alles. Und ja, dann musst du das alles wieder losmachen und wieder dran. Ja, das ist. Die Besserei, dass die Menge an generierter Dokumentation pro Flug ungefähr gleich der Nutzlast ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber das ist ja auch, also nur deswegen. Ich war es, abzeichnen. Und ich war es und ich habe es kontrolliert, ne? 2 Leute oder so mindestens. Ne? So ist es. Ne? Aber nur deswegen hat man ja auch sowas wie Apollo 13 oder so, das dann nachzuvollziehen, was da war. Ne? Das ist dieser Dingens, das ist der Film mit Tom Hanks und das war halt. Das wäre fast alles in die Hose gegangen bei Apollo 13. Also nur deswegen haben die das überhaupt in dieser Art nachvollziehen können. Das war dieser Tank und der hatte folgende Probleme. Man hat das damals nicht als Problem gesehen. Der ist halt ein bisschen, ich meine, das ist halt alles Hardware. Der eine ist halt nicht ganz identisch mit dem anderen und so. Aber dadurch, dass das alles dokumentiert war, konnte man dem dann überhaupt erst so hinterhergehen und draufkommen in dieser in diesem Detailreichtum draufkommen, was da los war. Achso, hier natürlich auch, das habe ich nicht gesagt, das Fleischklops-Logo, das Meatball-Logo. In den 80ern gab es ja das andere Logo, dieses Wurm-Logo hieß das. Ne? Und ja, man hat sich aber besonnen auf die Sachen, das ist das Original-Logo von Apollo. Man hat ein neues Logo gehabt und ist dann zurückgegangen auf das vorherige. Auch ein Zeichen für, ne, wir haben uns da verrannt, vor Challenger, vor Anfang der 80er, wir haben uns verrannt eigentlich irgendwie. Seid ihr irgendwie im Raumfahrtbereich tätig, aber nicht auch irgendwie? Nein, ich bin inzwischen Wissenschaftsredakteur. Raumschiff, weil ich gucke das immer bei YouTube. Ich bin da voll Experte. Ja, aber ich frage das nicht. Nee, weil ich auch nicht. Ich bin ja auch nicht da arbeiten, genau. Wegen dieser Dokumentation so. Ja. Echt? Das hast du jetzt? Juhu! Ja, ich kenne viele Leute, die so, ja, endlich, das sind ja 5 Jahre Verspätung oder sowas. Ja, mein Gott, ich meine, das sind immer erstmal so wilde Träume und Science Fiction und so, und was dann davon geht, das sind immer mit Abstrichen. Ich meine, vorstellen kann man sich immer viel. Flug rüber, saß ich lustigerweise im Flugzeug in der gleichen Reihe wie bei Popstars. Gut. Och, sie auch hier? Ja, das AMS ist der Alpha Magnetic Spectrometer, den jetzt auf dem letzten oder vorletzten Flug hat das, ich glaube, das war sogar vor 1-2 Monaten, dass das Shuttle das hochgebracht hat. Das ist so ein Partikeldetektor, den man an die Raumstation außen oben drauf, also der guckt in den Weltraum, nicht auf die Erde, und soll da Dinge finden, Partikel. Ja, oder Dinge mit höherer Genauigkeit nicht finden. Ja, genau, dass man da mit diesen ganzen irgendwie dunkle Materie oder was, ne? Das ist alles nicht so, du tust da hochschieben es rüber. Also hier sind, ne, da sind Dinger im Weg, Stangen im Weg, deswegen ist das Shuttle so im 45-Grad-Winkel. Dann kommt das rüber ganz langsam. Ich nicht. Voll klein.
Ja, ich meine, stell dir mal vor, wer hat jetzt den Haken da entworfen von dem Kran? Ne? Ich meine, auch das ist, jetzt hängt hier dein Multimillionen-Dollar-Ding da dran. Multimilliarden, Millionen, Billionen Dollar. Multi-Google. Was soll ich jetzt gerade sagen? Genau wegen dieser Dokumentation möchte ich ja auch nicht arbeiten. Weil wenn überhaupt, dann nur einen ganz, ganz kleinen Befugnisbereich nach unten, ja, ganz kleine Kleinigkeiten machen und das berechnen. Das kann ich gar nicht einschätzen, wie viel Kreativität man jetzt da eigentlich ausleben kann. Also ich denke mal, wenn du was ändern will. Es gibt einen sehr schönen Artikel, ich glaube in Wired ist der erschienen vor ein paar Jahren, über die Space Shuttle Avionics Software Entwicklungsabteilung. Ja, die haben ja, da hat Feynman ja gesagt, die haben unheimlich hohe Qualität und haben einen unheimlich guten Job gemacht haben. Backärmste Software der Welt schreiben, mit großem Abstand zu allen anderen, selbst der Luftfahrtbranche. Ja, was hier mit dem High Level 5, also ist dieser Softwareprozess, das ist dann der höchste Level überhaupt, den es gibt. Aha. Also, ja. Schreibt da noch vielleicht bei 50 Zeilen Code in seinem Leben. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Also, es ist extrem. Es sind winzige Mengen an Code und dadurch, es muss halt alles, jede Zeile wird halt, ja, ist wie ein Bauteil, ne? Jede Zeile wird auch irgendwie ganz viel gewartet und auch ganz viel durchgecheckt. Ne? Da muss jetzt erst der Kollege kommen und das absegnen, ne? Abhaken, was ich da geschrieben habe, und dann muss der Chef kommen und das abhaken, und dann kommt das Komitee für irgendwas und guckt das durch und so weiter und so weiter. Ne? Und das ist klar. Diese ganzen Geschichten mit Softwareprozessen, die sind ja eigentlich bei der NASA entstanden. Ja. Und mit dem Apollo-Programm, dem ersten Computer, hat man gemerkt, also brauchen Prozesse ohne Ende. Ja, ja, ich meine, klar. Softwarepakete hinzukriegen. Ja, und auch für andere Sachen. Ich meine, du musst halt dieses Ganze mit Testen dass es halt nicht reicht, ja, ich frickel da mal was zusammen oder so, weil wenn das System größer wird und komplizierter wird, dann fliegt dir alles nur noch um die Ohren und dann kommst du überhaupt nicht mehr drauf, was jetzt das Problem war und was jetzt eigentlich los ist in dem System. Ne? Klar, das muss man irgendwie managen, schon dadurch, dass es so groß ist, so viele Einzelteile. Ne? Ach, das ist irgendwie doof, das Video da. Ein Rollover. Gibt es eigentlich zum 8. Juli oder zum nächsten Spätschattelstart, zum letzten? Ja. In Karlsruhe irgendwie ein Event, wo das Programm. In Karlsruhe? Weiß ich nicht. Als diese Ariane 5 mal gestartet ist, gab es mal ein Event bei der ESA in Darmstadt. Das war beim der in die Luft geflogen ist. Ne? Da war bei der ESA in Darmstadt so ein Event, da war auch der Ulf Merbold da, und haben sie auch so viel über das Space Shuttle geredet. Ja. In Darmstadt ist es immer mal wieder ein bisschen. Es war doch neulich, als der, das war jetzt, hat jetzt nichts mit Shuttle zu tun, aber da hat auch DLR hat so ein Satellit, diesen Radar-Höhenmessungssatellit da ins All geschossen. Das war auf einer russischen ehemaligen Interkontinentalrakete oder sowas. Und da war auch irgendwie so ein, da hätte man hin können. So. Also dadurch, dass jetzt der Satellit, ich kann jetzt nicht mal mehr den Namen davon sagen, aber das sind jetzt zwei Satelliten. Also der eine war schon und den anderen haben sie jetzt gestartet und der hat, also mit nie dagewesener Präzision kann man jetzt die Höhe von der Erde irgendwie gucken. Was? Nee, die wollen das dann schon verkaufen. Ja. Was? Verkaufen ist der Punkt. Ja. Also ich meine jetzt nicht geheim im militärischen Sinn oder doch, so, aber... Die höchste Auflösung ist geheim im militärischen Sinn. Okay, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, aber ich habe halt nur gehört, ja, die wollen dieses Höhenmodell, das kann man brauchen für alles von Geologie sowieso und Erze suchen und Öl suchen und all solches Zeug. Und dieses Modell dann zu erstellen das zu machen und dann das verkauft. Verkauft? Ja. Und selbst wenn du viel Geld kostet und denen deine Nase nicht gefällt, sie müssen sich heben. Ja. Aber das ärgert mich bei der ESA ein bisschen, weil die wirklich mit öffentlichen Geldern so Missionen starten und dann die Daten nicht rauskommen. Dann ist das so privatisiert, ja. Na gut, auch die europäischen Regierungen kriegen die Daten. Das sind die zum Beispiel. Ja, natürlich, klar. Aber das letzte freie Höhenmodell der Erde sind immer noch die SATM-Daten aus den 90ern. Da gibt es auch. Übrigens, das SAR-System entwickelt von deutschen Ingenieuren.
Hobby. Oh, was? Die höchste Auflösung ist dem US-Militär vorbehalten. Ja. Die schlechtere Auflösung kriegen auch Freunde. Und die relativ jämmerliche Auflösung ist dann das, was man kriegt. Für Forschung oder so, ja. Ja, naja, gut. Nein, so ist es halt. Also das, aber die NASA hat halt wirklich die hängen in der amerikanischen Rechtslage, was mit öffentlichen Geldern bezahlt wurde. Und ist Public wo Domain. Wo es nicht einen guten Grund für eine Geheimhaltung gibt, das sind da so Dinge, ist ja. Public Domain, so ja. Richtig Public Domain. Na. Wenn da ein NASA-Angestellter auf Gelände rumläuft und Fotos macht, dessen Fotos sind automatisch Public Domain. Ja, das ist nicht mehr Copyright oder irgendwas, das ist Public Domain, genau. Deswegen ja. Gibt es immer so viele Start-Fotos von den Raketen. Und hochauflösen und all sowas, ja, genau, ja, weil das ist rein rechtlich schon so, ja. Work of a US Employee, entstanden während seiner Arbeitszeit, ist automatisch ja. Frei. Deshalb auch die Wikipedia-Inhalte viel von den US Employee, bla bla bla, ist ja. Unterzeit. Genau. Und diese Rechtslage würde ich mir jetzt natürlich auch wünschen. Ja, zahlen das. Auf jeden Fall, ja klar, aber naja, ich meine, so ist es halt, dass das, naja, das Militär hat halt unendlich viel Geld, das US-Militär sowieso. Und naja, so ist es halt. Ich meine, das ganze GPS oder so, wann kam das? 1970 oder sowas, ne? Ja, so irgendwie die Größenordnung. Naja, ich meine, stell dir das mal vor, das war vor 40 Jahren. Also das ist ja schon irre alt. Ich meine, heute hat jedes Handy, oder naja, haben viele Handys GPS, aber das muss man sich, also heute kommt das im Massenmarkt an. Und ja, seit 40 Jahren ist das, also das ist so für mich immer so das Beispiel für, was man machen kann, wenn man einfach unendlich viel Geld hat. Ne? Also wir sind die Air Force und wir machen jetzt so ein Satellitennavigationssystem und Geld spielt keine Rolle und dann kommt sowas raus, ne? Was dann vielleicht 40 Jahre später, selbst mit der rasanten Entwicklung zwischen 1980 und heute, ne? 30 Jahre später, 40 Jahre später kommt das dann irgendwie langsam mal an bei den Leuten, aber ja. Naja, so ist es halt. Tja, kann man jetzt irgendwie philosophisch schlecht finden oder so, aber das ist halt so. Ne? Das Militär hat unglaublich viel Geld. Ne? Der Sohn von Nikita Khrushchev ist in den USA ausgewandert und die IBM-Gründerfamilie hat ihm eine Professur gespendet in Florida. Okay. Und allein aus dem Grund, weil das Weltraumwettrennen dermaßen einen Schub erzeugt hat in dieser ganzen Computergeschichte, dass die sich praktisch ein bisschen dankbar zeigen wollen. Wenn zum Beispiel die ersten fliegenden Computer, das waren ja Minuteman-Computer. Das kann sein, ja. Ja, das war. Und dann Apollo, der erste Computer mit, was war das, mit PCs praktisch? Das war auch ein Riesenschub. Also wahrscheinlich hätten wir erst heute das Internet erfunden, wenn Apollo nicht gewesen wäre. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Also das ist. Das ist. Ja, genau. Bei Apollo da. Digital Minutemans. Das war dann schon Next Generation. Ja, aber bei Apollo, da war es ja noch so, da war in der Instrument Unit, in diesem Ring, wo Elektronik drin war, in diesem dünnen Ring da oben, da war ja noch, da haben die ja noch immer gesagt LVDC, Launch Vehicle Digital Computer. Also man muss dazu sagen, und man kann nicht sagen Launch Vehicle Computer oder so, man sagt dazu, dass das ein digitaler Computer ist, weil das neu und speziell war. Ne? Also das nochmal eine Unterscheidung. Also das alles. Ja, ein anderer war als der Apollo Guidance. Ja, genau. Also das war von der Saturn 5, ja. Der Apollo. Hat so einen etwas konventionelleren Computer. Das kann ich nicht gut einschätzen, ja, aber der. Ja, was klar. Was an Rechnertechnik in den Apollo-Sachen versteckt, ist die Irre. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Die Software für das Landemodul war größer als die gesamte Speicherkapazität, also Festkörpersteuer, wie auch immer, also drei größer. Diese Ferritkern-Dinger da, ne? War ungefähr dreimal so groß wie die Speicherkapazität an Bord des Landemoduls. Aha, okay, ja. Die haben die Software zum Ausführungszeitpunkt hochgestreamt. Oh. Ja. Ja, das war, genau, habe ich auch das gesehen. Das hat mich aber am meisten erschüttert. Ja. Wobei das gleiche Problem hatten sie doch beim Shuttle auch, da waren doch auch die Programme irgendwie geändert. Die waren, genau, die Computer sind nicht groß genug und da werden die immer diese anderen Modi, ne, wo die immer sagen, Ops 104, 103, bla. Das wird dann irgendwie, also heute von Solid State, damals irgendwie mit Bändern. Beim Shuttle ist es eine Rahmengeschichte, da passt nicht alles in den Rechner, wenn er läuft. Und die haben die Software dabei. Die Apollo hatten die Software nicht dabei. Ja.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, klar, ja. Ich meine, Teile davon waren in diesem Ferritkern, bla bla bla, ne? Aber nee, das war im Kommandomodul. Ja. Eine schöne Geschichte noch, jetzt ein Buch Digital Apollo, da redet man über diesen Computer und es war eine verrückte Zeit. Man hat es ja noch nie gemacht, ja, so eine Software zu bauen für ein Modul des Bemannten. Man hat das nie gemacht, da hat man sich gefragt, was kommt denn da jetzt eigentlich überhaupt rein? Ja. Regeln wir die Kapsel, fliegen wir komplett alleine hin? Ja. Hat der Astronaut nur einen Notausbutton? Ja, ja, genau. Dieser. Dann steht wohl auch am Anfang vom Apollo Source Code, Quest Oculus man bietet, braucht man lehret. Was? Das Auge nicht sieht, bereitet das Herz nicht. Es gehen Dinge vor, die ihr nicht versteht. Aha, okay. Am Anfang vom Source Code. Oh, der ist, glaube ich, Open Source geworden, ne? Den kann man gucken, also zumindest Teile davon. Ja, ja, einen Emulator gibt es auch, aber auch den Original Quelltext, ne? In diesem. Weiß der Kuh, was für eine komische Sprache damals. Hat er den Quelltext ausgedrückt? Also wir haben die Version ausgedrückt, das weiß ich. Man kann jetzt irgendwas gesehen, so aus der Sender. Das war PDF eingescannt, dann irgendwie 800 Seiten oder so. Also nichts, was man nicht so wirklich durchlesen möchte. War doch dieser, das finde ich auch nicht auf die Schnelle. Ja, da gab es so einen Cartoon, ne? Irgendwie so diese zwei Modelle, die man. Genau, genau. Ja, ja. Den hattest du wahrscheinlich vor Augen, ne? Diesen, genau, das war auch in diesem Buch drin. Da war so ein. Oder ich kann auch jemanden. Vielleicht Apollo mit reinnehmen? Oh. Ja. In diesem Plastik. Abort ist vielleicht auch nicht. Ja, da war einfach eine. Also diese. Modelle oder diese Ansätze, die sie da diskutiert haben, da waren halt einfach zwei Raumkapseln, so ein Cartoon von zwei Raumkapseln, in der einen sitzen halt drei Astronauten in ihren Sitzen und es ist nichts, es ist nur ein großer roter Knopf Abort und in der anderen Kapsel sind halt irgendwie 400.000 Millionen Schalter und die müssen schwitzen und müssen die ganze Zeit alles machen, so selber, ne? Und das so die zwei Extreme und da dann irgendwie die Balance zu treffen. Ne? Was hatten wir gerade noch? Das eine, ah ja, dieser, der, Quatsch, natürlich nicht. Virtual AGC, ja, den gibt's. Ich meine jetzt eigentlich, dass ja. Commemorative Event. Genau, Command Module Code und Lunar Module Code transcribed und bla. Und die kann man jetzt da gucken. Few links to the source. Ja, ja, genau, warum nicht? Hehe, lol. .s. Das war dann alles Fixed Point? Ja, genau, es war nicht Floating Point. Ja. Davon hatte noch kein Mensch gehört. Da. Ja. Ach, Floating Point ist ja auch irgendwie kacke. Ich meine, Null ist nicht Null und ach, komm, Kinder, das mache ich doch nicht hier nicht wahnsinnig. Ja, ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja auch Ansätze, dass, man kann ja heute in Haskell oder so, ich nehme auch lieber Fixed Point als Floating Point. Also Floating Point ist einfach, ist mir nicht geheuer, dieser ganze moderne. Was macht die NASA eigentlich noch, wenn die auch keinen Arbeit machen? Naja, also das. Das eine ist ja, also diese. Die Frage erkennt man das Piratproblem, das die NASA hat. Ja, aber wenn du denkst. Auf die NASA Active Missions. Die machen unheimlich viel, sind dann halt zufällig keine Leute drin. Aber die haben im Moment größer 30 aktive Missionen unterwegs. Aber bemannt. Ja, bemannt genau. Ist dann erstmal nichts. Bemannt ist halt immer, also bemannt ist halt immer das so ein bisschen das, wie soll man sagen, das Paradebeispiel oder die Spitze des Eisbergs sind die bemannten Missionen. Ne? Aber drunter sind ja ganz, ganz viele robotische Missionen. Also das ist halt, also auf dem Mars oder so waren wir bisher nur mit Robotern und das ist auch irre erfolgreich und so. Und irgendwann fragt man sich auch, naja, wieso eigentlich noch Menschen da hinschicken? Also es ist halt sehr ungemütlich. Ja, und zum Mars finde ich auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Ja, genau, also die Frage ist halt, also die Frage ist sowieso, was will man da eigentlich so richtig? Und der nächste Roboter, der kann sicherlich einiges mehr. Ja, auf jeden Fall, genau. Und ja, also diese robotischen Missionen, genau, das ist halt diese bemannten Dinger, die sind halt einfach, ne? Aber
Klar, die, was macht die NASA dann überhaupt noch? Naja, die, also die machen ja irre viel, die sind einfach cool, aber... Wie heißt das? Sigmund. Der hat ja auch gemeint im Podcast mit dem Tim Petroff, dass wenn dann die Chinesen vielleicht zum Mars gemacht fliegen würden oder könnten. Ja. Ja, wer weiß, also für mich ist das ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen Realismus. Also man hört immer viel diese, so, dieses, ja, der Mensch ist dafür geschaffen, Dinge zu erforschen und zu erkunden und irgendwie sowas. Aber ich denke mir immer, naja, wie viel ist da eigentlich dran? Oder, also das haben wir schon immer ein bisschen gemacht, Sachen erkunden, mit dem Segelschiff wohin fahren. Aber eigentlich so einen großen Schub gab es eigentlich immer nur, wenn es da am anderen Ende Gold gab oder so. Ne? Oder was? Ja, genau. Ein Feind, eine Bedrohung, die wir bekämpfen müssen. Oder eine... an irgendwie vielleicht Leute zu vergewaltigen oder sowas. Ja, eines der Probleme ist, dass so ganz in der Sternenstadt, wie auch immer, richtig schlecht im langfristigen Denken ist. Ja. Schon immer gewesen ist. Ja, ja, genau. Ja, ja, das passiert uns morgen, dann sollten wir was dagegen tun. Das funktioniert eigentlich immer gut. So wie das passiert uns in 50 Jahren, passiert schon, funktioniert schon nicht mehr, wie man ja an der ganzen CO2-Geschichte sieht. Das sind ja so bloß noch ein halbes bis drei, vier Jahrhunderte, die wir da denken müssten und nicht tun. Ja, naja. Also dieses, was passiert dann so in 2, 3, 10, 20 Millionen Jahren, können wir komplett kriegen. Ja, ich meine, es ist halt auch schwer vorherzusagen. Also man kann immer, klar, also du hast natürlich recht, aber man muss halt auch noch ein bisschen... Ich sollte halt mindestens irgendeine Zweitwohnung nicht auf diesem Planeten einrichten. Ja, ja, ja. Gut, klar, langfristig ja. Langfristig, aber möglicherweise auch außerhalb des Sonnensystems. Aber die, ja, ja, genau, aber die, das ist so sehr Zukunftsmusik und wir sind halt, wir funktionieren halt sehr stark nach diesem, oder wir sind halt geprägt dadurch. Oh, Nachbardorf sind irgendwelche Stinker und wir müssen jetzt überfallen, weil sonst überfallen die uns oder so. Ne? Also danach, da kann jeder was mit anfangen und so funktionieren wir einfach, oder funktionieren wir am besten so unter diesen Umständen. Ne? Siehe Russen und Wettlauf um die Mondlandung und sowas. Aber so andere Geschichten, das ist halt, sind immer recht mühsam. Ne? Das ist sehr, auf sehr bewusster Ebene. Also nicht, dass ich das auf Gefühlsebene schon sehr festgesetzt hätte oder so. Finde ich immer. Ne? Ja, das auch, ja, ja, genau. Sie hoffen halt darauf. Was ja auch ganz nett ist, das, was der Elon Musk da macht mit dem, da habe ich auch ein Video gesehen, mit seiner Firma da, das ist ja schon ganz, ganz nett, ja, ganz geil. Ja. Ja, wobei der das Shuttle ist ein absolut geiles Stück Technik, völlig ja. Gut bestimmt. Ja, ja, ja. Das Shuttle, so wie es jetzt existiert, ist eine unheimlich politische Konstruktion. Ja, ja, genau. Also jeder. Das ist eine richtig schlechte. Also ich bin großer Befürworter der bemannten Raumfahrt, großer Befürworter des Inventions Space Shuttles, weil das Ding einfach von Anfang an eine saudumme Idee war. Ja, ich denke auch, da kam dieser Technikwahn rein aus dem. Das hat mit Technikwahn gar nicht so viel zu tun. Da sind Teile, außer in Alaska sind da Teile drin, die in den gesamten Alaska produziert wurden. Ja, genau, dieses ganze, der Kongress will in meinem Distrikt. Festkörperraketen werden in Utah produziert, ja. Sind nur deshalb in mehreren Segmenten, weil sie durch einen Eisenbahntunnel passen müssen. Genau. Während die am Stück, was ursprünglich geplant war, der Challenger nie passiert. Ja, ja, klar, dann wären diese Dichtungen nicht gewesen. Ja. Das Shuttle hat nur so lange Tragflächen, weil weil die US Air Force damit Jump Missions fliegen wollte. Nämlich gar keine volle Erdumrundung, sondern einmal hoch, polar, zurück, über den Russen was abwerfen und wieder landen. Ja. Dafür brauchen wir halt einen etwas größeren Flight-Dinkel. Es gibt ja das, nicht Buran, wie heißt die europäische Variante? Ach so, warum? Hermes? Nee, der Deutsche. Der Sänger. Wenn du dir den anguckst, der hat ja nur ganz kleine Stummelflügelchen. Ja. Die reichen auch für den Fall. Ja, es ist fast ein Lifting Body. Wenn du nur diese Stummelflügel gehabt, wäre auch der Schaumstoff gerade nicht auf den Flügel eingeschlagen. Ja, 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 ja. Dann hätten die Ingenieure das einfach in Ruhe bauen lassen. Ja, genau. So. Und das ist der Vorteil von dem Privatunternehmen. Der Elon Musk sagt, das ist mein Privatunternehmen, ihr könnt mich mal. Ja, 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 ja. Ja, das war halt diese,
Dieses Ding, wir müssen es allen recht machen. Ne? Wir müssen es dem Militär recht machen und den kommerziellen Kunden und dem Kongress auch noch, weil der gibt das Geld und bla bla bla. Ne? Wir müssen es allen recht machen und das Militär wäre ein Riesending und was diese bescheuerten Missionen fliegen kann, was dann wahrscheinlich nie passiert ist. Ne? Wir müssen, STS 99. Das kann sein, ja. Was haben die da gemacht? Das war das einzige Mal, wo sie dann auch das war eine polare Umlaufbahn eines Space Shuttles. Die polare Umlaufbahn ist die am schwierigsten, oder da braucht man am meisten Energie, um in die reinzukommen. Ne? Also so Äquator rum, das ist am wenigsten Energie und je mehr man, wenn man so rum, das ist schon mehr Energie und so rum ist noch mehr Energie und dann polar ist das Schwierigste. Von, also das braucht am meisten Schub einfach. Ne? Das, dann, da haben sie auch einmal ihre selbst aufgestellten Regeln ganz bewusst gebrochen. Mhm. Also sind im Prinzip so über New York gestartet. Okay, ja. Dann Classified Payload, was sie da gemacht haben. Ja. Ja, ja, genau, das war halt dann damals erst die noch Verteidigungsmissionen. Was heißt damals? Oder, gut, ja, oder? Das Manifest ist durch. Jedes dritte Mal ist irgendwo Classified dabei. Ja, ja. Bis heute. Naja, also jetzt haben sie ja hauptsächlich Raumstationen gebaut. Ja, das kann sein. Wenn Atlas so hochbringt, da ist die. Ja, ja, unbemannt auf jeden Fall. Die haben die ganze Zeit. 100 Millionen Satelliten hat das US-Militär da. Diese ganze Spionage oder sowas, klar, auf jeden Fall. Ein wunderschönes Foto, das man aus Versehen rausgesickert ist, von einer Besichtigungstour, in der alle in der Hubble-Hauptspiegel wurde. Ja. Da haben sie mal die Wissenschaftler reingelassen, so guckt mal, das ist euer Gerät, zirkulieren wir rein Spiegel. Ja. Und da hat einer seine Kamera dabei. Was sind die anderen Spiegel da alle? Und da stehen dann noch ein paar andere Hubble-Spiegel. Ja. So, es gibt mehrere Hubbles da oben. Ja. Die halt runtergucken. Ja. Ja, naja, ja, ja, genau. Ach so, nicht nur zwei. Also, da wurden ja zwei gebaut, Hubble-Spiegel. Ja, also man hat das. Man macht ja dann immer noch so Attrappen für den Boden und dass man das, dass man was nachvollziehen kann und so. Also man hat ja da immer ein bisschen mehr. Und nur einer war falsch geschliffen. Der falsch geschliffene ist da oben, ja. Ja, also man hat es dann korrigiert, ne? Aber ja. Aber ich gäbe noch einen anderen, habe ich mal erzählt bekommen. Ja, wie gesagt, es gibt so offen 10 Stück. Okay, wenn ich so viel esse, dann haben wir wahrscheinlich noch was anderes. Also für, naja, für Spionage halt. Ne? Ja, ja, das ist halt, ne, wir haben unendlich viel Geld und wir müssen jetzt alles machen, was technisch möglich ist und ja, US-Militär. Ne? Tja. Ja, das hat irgendwann vor 5 Jahren oder länger, habe ich mal gelesen, ein Drittel aller Shuttle-Flüge waren fürs Militär und so rein. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also gerade besonders am Anfang, da war die ganze Zeit irgendwie über sowas, ja. Die hatten ja auch den Plan, dass Cape Canaveral ist so ein, ist der eine Startplatz und der andere Startplatz ist Vandenberg Air Force Base und so. Das ist dann alles ein bisschen in die Hose gegangen, aber das war schon geplant als, ja, ich weiß nicht, halb militärisch oder zwei Drittel militärisch oder so, das ganze Shuttle, ne? Ja, Vandenberg ist ja für die Polarumstraßen gedacht gewesen, ja. Süden aus. Ja. Ja, das ist halt klar. Wir müssen es auch so. 10 Milliarden versehen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, es ist nicht immer alles so linear und das andere ist, das Militär hat halt unendlich viel Geld in Amerika und ja. Ja, ja, genau. Das ist super politisch und super viele Anforderungen. Aber ja, ich weiß nicht, ich sehe da auch ein bisschen. Parallelen zu vielleicht sowas wie Atomenergie. Ne? Das ist so in den 60ern, 70ern aufgekommen. Man hat gedacht, oh Gott, wie geil, ne? Das ist technisch möglich, Wahnsinn, wie geil. Und dann so in den 80ern, ne? 1986 war Tschernobyl, zufällig im gleichen Jahr wie Challenger. Das war scheiße, ja. War Sebi so nicht auch die Zeit rum? Wie, was, Sebi? Sebi so? Kenn ich nicht. Der große Dioxinaustritt. Aha, das kann. Wo war das? Hat mehr Leute umgebracht als Tschernobyl. Ach, war es das in Indien? Nee, das war es nicht. Nee, Indien war früher, Indien ist nie. Also was es ja auch noch gab, war das in Nepal und dieses Bhopal, genau, United Carbide, ja, das gab es ja auch noch. Ne? Und Sevis oder ist das noch? Nee, ich verwechsel jetzt auch die Länder. Das ist aber immer so blöd, weil diese Länder, die ändern ja auch immer ihren Namen. Ne? Das, was heute Nepal heißt, hieß irgendwie. Und was ist eigentlich Bhutan nochmal? Bhutan ist ein kleines Königreich im Himalaya. Die sind schon immer so.
Okay. Ja, das ehemalige Birma, ne? Das ehemalige Birma, ne? Aber da war kein Chemieunfall, ne? Nö, die haben nur den Diktator. Ja, ja, das ist, ich meine, die Hälfte. Die Hauptstadt gebaut hat, weil seine Reichstag hat empfohlen. Ja, ja, die spinnen ja. Haben nicht mehr alle Dinger im Schrank, ja. Ja, ja, genau, also dieses, was ja auch noch gab, ist diese eine Chemieunfall, dieses United Carbide in Indien, wo diese, US-Firma und ist ja egal, wenn die Inder da drauf gehen, so ungefähr, ne, und so, das macht, ja. Ja, genau, und dann in den 80ern, na, dann war so ein bisschen so Umdenken, ne, also das ist, also ich glaube schon, dass es so Technikwaren gibt und dass der Sachen beeinflusst und, naja, man muss, ist auch nicht, so ganz gesund ist es halt auch nicht, ne, wenn man so versucht, alles zu machen, was möglich ist, nur weil es möglich ist, oder so, ne? Ich meine, es gibt halt immer auch noch andere Sachen auch zu bedenken, wie zum Beispiel, es ist halt einfach, so ein Atomkraftwerk ist auch scheiß kompliziert und scheiß gefährlich, wenn da was schief geht, wenn da was im großen Stil schief geht, ne? Wie beim Shuttle, das ist auch scheiß kompliziert. Aber war das Umdenken wirklich langfristig? Ich weiß nicht, also mein Gefühl ist so, in den 60ern, 70ern war noch mehr so Machbarkeitswahn und in den 80ern kam dann so dieses ganze, oh Gott, Tschernobyl, die Grünen kommen in den Bundestag und so, und dann hat sich auch politisch reflektiert und so. Hat es doch nicht viel geändert. Ja, doch, also wir haben diesen Erdbeben in Japan gebraucht, um da nochmal ein bisschen dran zu treten, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir langsam... Also der Atomausstieg ist ja im Gespräch seit... Ja. Das, ja, wer weiß, ja. In den letzten 10 Jahren geändert, aber ich sag mal, in den 70er Jahren war schon der Technik war. Ja, das ist auch mein Eindruck so, ja. In den 80er war ja auch die Weltwirtschaftskrise, in den 90er die richtige Krise, da gab es auch so Raumfahrtprojekte, die haben dann gecancelt. Ja. Du weißt ja, diese ganzen, ich weiß es nicht mehr, da gab es so ein paar Projekte, Shuttle-Nachfolger. Ja, ja, ja. Das hat man dann alles gecancelt und gesagt, nee, Technik wollen wir nicht mehr, also das hilft uns nicht weiter. Ja. Das hat sich dann schon ausgewirkt. Klar, also das hat, klar, das hat, also was ich, also wovon ich natürlich auch nichts halte, sind diese Hippies oder diese, ich habe diesen Monat noch nicht geduscht, Leute, die dann irgendwie so alles, was irgendwie Technik ist, das irgendwie dann so negativ sehen und dass sie so eine Technikphobie haben oder sowas, da habe ich natürlich auch nichts für übrig. Also das finde ich auch viel zu extrem dann. Aber ja klar, ich meine, das andere Extrem kann es auch nicht sein, dass man alles macht, was die Techniker wollen oder also sich denken. Langfristigen Denkens, keine Energie, ist eine coole Sache. Also auf keinem Raum produzieren wir Gigawatt an Energie. Ja. Nur, was wir dann auf einmal über Jahrzehntausende bis Jahrhunderttausende, das ist eine Größenordnung, die sich kein Mensch vorstellen kann. Ja. Also stellen wir es uns nicht vor. Ja, genau. Ja, das ist eine seltsame Asymmetrie oder das ist seltsam. Also alles, was länger ist als, ich sag mal, 10 Jahre, ja. Da scheitert irgendwie der. Das ist planerische Geist. Genau. Ja, und das ist auch nicht nur für zeitlich große Sachen, sondern vielleicht auch für von der Komplexität her große Sachen. Also man sagt ja immer über den Bike-Shed, über den Fahrradschuppen, den wir da neben das Haus bauen oder sowas, da können Kommissionen und Kommissionen da ewig diskutieren, welche Farbe der haben soll oder sowas. Ne? Aber so ein Atomkraftwerk, das überlässt man vielleicht eher den Technik, oder naja, blödes Beispiel jetzt, aber so ein Flughafen oder sowas, ne? das wird einfach gebaut und da quatschen die nicht so ewig rein. Also wenn das so kleine Sachen sind, ne? Leute kaufen über so einen Snickers-Riegel oder so, oh Gott, hat das jetzt 138 Kalorien oder 135 oder was? Ne? Und so große Sachen, irgendwie ein Auto kaufen sie, weil es rot ist. Oder, ne? Das halte ich schon für möglich, dass man halt im Kleinen dann darauf zu viel Energie verschwendet und das Große aus den Augen verliert oder irgendwie nie im Blick hatte. So. Das halte ich schon für möglich. Also nicht nur zeitlich, sondern auch in was Komplexität angeht. Ne? Yes, yes, so ist es. Ja, was gibt's noch alles? Ach, jetzt, ja. Ja, wir können jetzt echt hier den ganzen. Wie jetzt schon. Wir sind schon gelandet. Yay! Yes, yes, thank you. Dankeschön. Geil.
möglichen Dingens. Bei den letzten zwei Shuttle-Starts hat man zum Beispiel auch die Tickets verlost für diese Causeway Beobachtungsplattform. Aha. Das kann. Nur hat derjenige ein Ticket bekommen, der zuerst da war. Ja, ja. Und ich fand, ich wollte für so viele geraubt, dass er Angst hat. Ja, ich meine, das ist halt jetzt kurz vor. Ich meine, das ist halt für die, auch für die Medien und so, die ganzen Zeitungen. Am interessantesten ist der Anfang und das Ende. Ne? Und das dazwischen ist irgendwie langweilig. Ne? Wo wolltest du die Sport angucken? Das wollte ich. Hatte für SDS 143. Aber von wo aus? Von welchem Standpunkt? Ich hatte ein Ticket für die Tribüne. Ja. Ich saß okay. Bei einem des Clubs. Mehr geht nicht. Das ist aber kein Center dafür. Das war die Tribüne bei der Saturn 5. Haben Sie. Also die ganz große, ganz vorne. Die ganz, nee, nicht die ganz große. Die VIP-Tribüne, ganz vorne. Ja, ganz vorne. Genau. Tja. Also die mit der großen Uhr oder was? Die mit der digitalen. Das ist die Bühne, die ist weiter draußen. Ja, okay. Ich war einen guten Kilometer näher dran. Yay! Das ist geil. Für Kongressleute und so. Geil. Ist der rangekommen? Kommt der einfach so ran oder? Nein, da kommt man nicht einfach so ran. Da muss man die richtigen Leute kennen. Yay! Inzwischen reicht für so Leute wie mich auch die richtigen Leute kennen nicht mehr, weil es wirklich. Ja, jetzt. Und da bin ich dann auch raus. Ja. Eine alte Firma, die war ganz gut mit Rüstungsgeschäft und den ganzen Radio-Geschichten. Nenn doch mal einen Namen, welche Firma ist denn das? MOB. Das ist die Firma. Dann bin ich mal in den USA gereist. Ich bin immer gereist, der irgendwie ein Partner. Und dann ruft mich zufällig dieser Chief Technology Officer an. Da sind immer drei Unternehmen. Und ich sage, ja, ich bringe ja bald rüber. Ja, da muss man vorbeikommen. Wo gehst du denn hin? Ja, ich schaue mir den Raketenstart an. Welchen? Delta 4 Heavy, ein Riesenfleck. Ja. Und dann sagt er, ja, okay, ich besorge dir ein Ticket für die Sitzung. Yay! Drei Tage später kriege ich eine Mail von ihm. Irgendwie weitergeleitet von National Reconnaissance Office. Ja, der Start wurde abgesagt um 4 Monate. Ich glaube, damals war ich der Einzige in Europa, der das wusste. Fein. Geil. Und ist das eine US-Firma? Oder? Ja, eine US-Firma. Ich habe mit der deutschen Niederlassung gearbeitet. Ja. Also nicht mit NASA zu tun oder so. Ja. Aber wo ich drüben war, auf Besuch, da habe ich mich auch umgeführt. Geil, ja. Und dann mag ich ja diesen Bio-Ticket, das ist halt so missionsspezifisch. Ja. Dass du mal die Mission vertagt, wird das okay, kannst du wiederkommen. Aber wenn die andere Mission dann so halt vorher kommt, ja. Ich habe jetzt halt daheim ein STS-Kontrolle-Ticket, das ich nie verwendet, also nicht schon verwendet habe, mit dem ich keinen Start gesehen habe. Mehr hätte es mich auch nicht mehr geben. Ja. Ich bin jetzt aber überlegt, ob ich 3 Wochen noch rüberfliege. Als dritten Versuch. Ja, okay. Mein Karma ist schon sehr scheiße. Ich habe schon überlegt, wie ich nicht schreibe. Also ich bleibe weg, dafür zahlt ihr mir was. Das ist der Indikator dafür, dass das Schwarz nicht stattfindet. Jeez. Lol. Ja, wer weiß. Es soll keine guten Plätze in der Verbindung machen. Ach, es gibt so ein paar. Halt es wohl die Zeit, so einen Platz? Ja, wenn du früh dran bist, so. 10 Stunden, 2 Stunden vorher gibt es ein paar Geheimplätze, wo sich dann die Freaks treffen. Und wo man eine sehr gute Sicht auch hat, aber halt so 12 Kilometer weit weg, nicht schon 5. Ich glaube, bei einem Flugplatz wäre ein Passagierflugzeug. Ja, da gibt es auch nicht. Der Sound ist sehr. Also ich glaube, so langsam sollten wir noch wirklich verhauen. Ja. Ja, der Sound, das ist nur, der packt dich und schüttelt da dein Hemd durch und so, ne? Das ist schon. Ja, wollte ich eigentlich mal gucken, ob in Lampholz draußen, bei Heilbronn, ob man da irgendwie so ein Tech-Trinker-Tech ansehen kann. Da, ja. Kann man schon, du siehst du nichts. Ist Kilometer weit drumherum komplett gesperrt und geräumt. Da kann man nicht in die Nähe. Also, Kontrollraum besuchen ist drin, aber das Ding selber sehr vergessen. Ja, schon probiert. Wir hatten eine gute Sache, war gleich mal 2. Das war viel kleiner. Aber ich schaue das Süden. Oh, was war ich neidisch? Das Video. Geil, ne? Ja. Wer hat das aufgenommen? Irgendein Typ. Ich bin im Passagierflugzeug, der Kapitän sagt, hey Jungs, guck mal zum Fenster raus, weil da ist heute. Der sagt, hey, die Leute auf der rechten Seite sind, die das der Weltstadt, könnten wir, wenn die Leute auf der rechten, Seite nach rechts schauen, sehen die Leute, sind die Leute nach rechts schauen, sehen die Leute, die nach rechts schauen. Die LOL! Ja, genau, so ein Kommentar hat er noch gemacht. LOL! Dreams are in the house. Echt? Hat er gesagt?
Siehst du, und jetzt ist schon höher wie der ganze, ne? Ja, der ist innerhalb von unter 2 Minuten ja. im zweistelligen Kilometerbereich. Ja, man sieht immer schön auch diese, es soll ja nicht nur raufgehen, es soll ja vor allen Dingen auch rübergehen. Ne? Also am Anfang rauf, aber dann ganz schnell geht es auch wieder. Und ich darf dich mal korrigieren. Oben, wenn die Booster abgesteckt werden, hat es nicht genug Schub. Ja. Aber es verbraucht ja auch Treibstoff. Genau. Das ist klar, wegen dem Treibstoff. Ja, ja, ja. Genau. Richtig, richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall, wegen, dadurch, dass es leichter wird. Ne? Also wir müssen Treibstoff noch fressen, dann, wenn das ein bisschen gegangen ist. Genau, ja. Hast du die Form? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Die Beschleunigung ist ohne den Buch dann? Nö, schon lange nicht mehr. Was ist? Welche Mechanik nochmal? Wenn der Tank zu schwer ist, ist die Beschleunigung klein. Dann, wenn je leerer man wird, je leichter es wird, desto stärker wird die Beschleunigung. Ja, es hat auch zu tun mit der Atmosphäre, die dagegen drückt. Ne? Also im, ja, naja, wenn du, wenn du durch die Suppe bist. Das ist Max Q. Nee, Max Q ist schon höher. Ja, Max Q ist höher. Ja, also neben der Suppe. Es gibt halt diesen Max Q, wo die Geschwindigkeit hoch ist und auch die Atmosphärendichte hoch. Ja, genau. Da haben diese Triebwerke runtergefahren und dann genau. Wird die Atmosphäre, dann kriegt die Atmosphäre eigentlich keine Rolle mehr. Ich habe in einem normalen ja. Profil das maximale Beschleunigung 3,8 G. Naja, aber die. Die ist relativ weit hinten. Genau, ja. Ja, ja, 3G oder so, das ist so die, ne, Pi mal Daumen, 3-4G ja. Oder so, mehr will man nicht. Ne? Also bei Apollo hat man ja auch das mittlere Triebwerk dann abgeschaltet, schon früher und sowas, um die Beschleunigung halt kleiner zu halten. Man will ja nicht die, die Astronauten oder so, die halten ja 10G auch nicht aus. Ne? Was war denn so eine Zentrifuge im Cape Canaveral? Nee. Nee. Ich war auf. Nein, das ist diese, diese Turing-Bereich noch. So ein kleines Ding. Ja, 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 ja. Mit 4G. Mhm. Das geht noch. 4G geht. Aber dann fangen die an, dich so zu schwenken. Das war dann die Hölle. Weil dann praktisch mit 4G auf deinem Gleichgewicht sind so eine Drehung rot. Ja, okay, das ist. Also da müsste ich dann auch die Augen zumachen, weil. Auf 4G allein, wenn man nicht gedreht wird, geht eigentlich. 4G sind kein Ding. 4G habe ich auch selber schon geflogen. Das ist. Was siehst du? Sicher. Hat das einen externen Tank? Wenn du so einen kleinen Einsitzer hast, die dann auch teilweise für Flugflug gedacht sind, sind 2G Meter drin. 4G fliegt schon. Aber wenn man da versucht, einen Arm zu heben oder so. Man bleibt auch so ein bisschen die Atmung, das wenn man sich entspannt, dass man da schon ein bisschen reißt. Ja, ja, ja. Aber das ist ein Problem, Leute. Ja. Aber wo wird man bewusstlos? 8, 9, sowas, ne? Und dann je nach Anzug vielleicht 10. Ja, ja, Training und auch den Anzug, den du anhast. Ne? Wenn du so einen Druckanzug der hast, dann. Reicht nicht, die trainieren dann auch noch Atemtechnik. Ja. Ja, ja, klar, glaube ich auch. Ja, klar, werden die trainiert, ja. Wo ist denn jetzt dieses Scheiß? Ich kann nur von Achterbahn und Kamera hochhalten. Die Kamera wiegt halt 8 Kilo. Jetzt sind wir mal 1 Kilo hoch. Das Blöde bei einer Achterbahn, da hast du halt bei den Beschleunigungen oder immer nur für kurz. Ja. Schallkurve fliegen und sie kannst du dann halt auch noch diese 20, 30 Sekunden, 3, 4, 4, 5, 5G halten. Und mal gucken, wie sich das anfühlt. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Was ich eigentlich noch fragen wollte, kurz bevor die Booster gezündet werden, ja. Ist ja noch so eine Verbindung, wo Treibstoff zum Tank gekommen wird. Treibstoff zum Tank? Zum Space Shuttle. Dann ja. Schnell weggezogen wird. Ja, also in den Tail-Service-Nest, wo wir das Video auch gesehen haben, die dann, ja. Wird da noch Treibstoff durchgepumpt, bis man, oder wird da noch Treibstoff durchgepumpt, die nachdem die Haupttriebwerke gezündet werden? Ja, das Top-Off, also es hat ja auch zu tun mit dem Drainback und diesem, der Drainback ist, Moment, der Sauerstofftank ist der obere, no? Unten ist Wasserstoff, oben ist Sauerstoff. Es gibt den, diese, heißt Downcammer, das ist diese große 40 cm Röhre, die außen am externen Tank ist, haben wir glaube ich nicht so gut gesehen, aber das, ne? So eine Röhre, da fließt der Sauerstoff durch, unten, ne? Also der muss ja unten zum Triebwerk hin, unten hinten. Der Drainback ist, also der Sauerstoff verkocht und Moment, also der gasförmige geht oben raus, ne, durch diese
diesen Hut, den das ganze Ding aufhat. Und wie war das jetzt nochmal? Der in dieser Außenleitung, in diesem Downkammer, der expandiert ja auch, dadurch, dass er langsam wärmer wird. Ne? Und ich glaube, der wird nach unten hin dann abgeführt, oder wie war denn das? Also was wir machen ist, wir nehmen diese Bienenkappe weg, Bienencap, ja. Also Propellerhut, ne? Propeller. Das, was noch dampft, wird eigentlich auch benutzt, um den Tank unter Druck zu setzen. Ja, ja, genau. Ventil zu, ne? Und das sagen die auch, Pressurization und sowas, ne? Go for Pressurization. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt noch was nachfüllen. Die brauchen dieses ein bisschen verdampft, dann haben sie diesen Druck. Die füllen nicht in dem Sinne nach, aber das, was für die Zündung verbraucht wird, kommt durch die Ausleitung. Ist das so? Aha, das ist ja interessant, ja. Aber es ist auf jeden Fall. Ich meine, du hast diesen Tank, es will expandieren, weil klar, du hast super kaltes Zeug in normaler Umgebungstemperatur. Du hast den zugemacht, du hast Ventil zu, ne? Und jetzt muss irgendwo hin das expandierende Zeug. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen dem LO2 Pressurization bei, ich weiß nicht, 4 Minuten vorher oder sowas, zwischen da und abheben, eben, also bis die Triebwerke laufen und das fressen, dass in diesem Zeitraum der Treibstoff, der verkochende Treibstoff, irgendwo hin muss und dass der eben hinten dann abgezogen wird durch diese Tail Service Mass. Das könnte ich mir vorstellen. Oder natürlich, ich meine, der Treibstoff, also Wasserstoff und Sauerstoff sind ja nicht das Einzige. Also da gibt es ja noch irgendwie Helium und dies und das. Also es könnte eventuell auch irgendwas anderes sein. Die Treibstoffleitung ist ja auch an dem Ding, was nicht schnell abgezogen wird. Ja, da sind Treibstoffleitungen drin, genau. Ja. Dass die das so lang dran lassen, ja. Ja. Diese Quick-Disconnects sind so gebaut, sobald das auseinandergenommen wird, verschließen die sich selbst. Ja. Also da sind so Ventile drin bei diesen Quick-Disconnects, bei diesen Leitungen, die abgezogen werden, und die verschließen sich dann selbst. Ja. Da verpufft vielleicht noch ein bisschen was, aber das ist nicht dramatisch. Ja. Aber die vorletzte oder drittletzte Mission, da gab es doch so Probleme mit dieser Wasserstoff-Feedline. Ja, gab es. Wenn man irgendwie Angst hatte, dass sich ein Teil löst und wieder. Es war so eine Schieflein, die geht von unten hoch, um wieder diesen Wasserstofftank unter Druck zu setzen. Du meinst jetzt das mit der GAP, mit der Ground Umbilical Carrier Plate? Das war ja jetzt dieses Jahr. Und das andere war mit diesen Puppets. Das war die letztjährige Mission. Letztjährige? Das war die vom 1. November letztes Jahr, die diesen Februar gestartet. Aber die mit diesen Puppets, da war doch auch dieses mit diesen. Dass diese Kappen in der Hauptmaschine irgendwie Sprünge haben, also mikroskopische Sprünge, und dann, dass irgendwie eine von diesen Kappen gebrochen ist. Das war dann im Endeffekt nicht dramatisch, aber sie haben halt für die folgenden Missionen, das war irgendwie, glaube ich, letztes Jahr irgendwann. Da war mal irgendwas mit so einer Wasserstoff-Feedline, die Gasförmige Wasserstoff hoch in den Tank. Das kommt praktisch von der Maschine, wenn man so irgendwie Angst, dass sich was löst und dann diese Leitung durchschlägt. Das war das mit den Poppets, ne? diese Kappen, diese Ventilkappen oder was, wenn da was absplittert, was abbricht, ne? Durch diese mikroskopischen Sprünge, dass das dann irgendwie, ne? in der Leitung. Auch der Ventilkappen selbst, der praktisch dann verschließt oder nicht. Ja, irgendwie sowas. Das ist ja auch wieder ein relativ komplexes System, dieses Ding unter Druck zu halten. Das ist ja auch eine komplette Ventilassembly und redundant und. Ja, jedes Ventil sind 4 Ventile, ne? Also 2 nebeneinander, 2 hintereinander, also damit man, wenn das stuck open ist, also ne, nicht mehr zu schließen ist, dann das soll halt keinen Einfluss haben, und wenn es stuck closed ist, also nicht mehr zu öffnen ist, das soll auch keinen Einfluss haben, also 4 nebeneinander. Ne? Und, das war eigentlich ein bisschen, ist das jetzt ein. Oh ja, TJ Creamer, ne? Der ist auch bei Twitter, dann habe ich dem irgendwie, der war ja auf der Raumstation, der Typ, bevor der geflogen ist. Ich glaube, das ist von bevor, als er gerade zurückkam oder so, muss das gewesen sein, ne? Wenn hier August steht. Also der war auf der Raumstation und für halt noch 5 Monate oder wie lange das immer ist, dann habe ich dem bei Twitter halt gesagt, hey, ja, guten Flug, ne, irgendwie sowas vorher. Und da hat er tatsächlich, weil der damals noch irgendwie voll wenig Follower hatte, hat er tatsächlich geantwortet auf Deutsch, weil der ein Fan ist von Deutsch, hat irgendwie gesagt, ja, vielen Dank, und irgendwie einen Artikel falsch gemacht oder so, oder einen Fall falsch gemacht und so. Aber das ist mein Erlebnis mit TJ Creamer. Naja, gut. Ja, der Mann, der ist auch cool, ja. Aber das ist nicht das, was ich gesucht habe.
mal zufällig in Florida in so einem Fotogeschäft rein, wollten ein paar Postkarten machen lassen. Und der Fotograf hat zu erzählen, der kennt fast alle Astronauten, der fotografiert die. Aha. Der darf dann zum NASA-Start hin, also fast ans Shuttle ran, um seine Kameras zu positionieren. Ja. Akustisch ausgelöst. Okay. Akustisch ausgelöst, das habe ich jetzt auch gefragt. Ah. Ja, wir sind zu dritt umgewandt auf dieser Viewing-Plattform mit großem Teleobjektiv und einer kleinen Kamera dort touristisch. Gehen die Kamera auf SD-Karten rein? Ach, ja klar, könnte man ein paar Bilder auf meine Waffe bitte? Ja klar, kein Ding, sein kann und habe ja da so volle TV-Ding. Und hat mir dann seine Visitenkarte gegeben und gesagt, ja, wir fahren doch gleich mal raus zum PEP und machen noch ein paar Bilder. Oh, wie geil. Schick mir doch eine Mail, ich gebe dir dann ein paar Bilder von dem auch noch in digital. Geil. Ich habe seine Visitenkarte und habe dann von ihm noch nachträglich so in die Triebwerke rein von unten. Yeah. Wie geil, ey. Ja, sie haben die Lizenz, ihre Kamera hier aufzustellen, aber sie müssen dann wieder gehen. Sie dürfen nicht dort bleiben. Und dieser Fotograf kannte praktisch Astronauten aus dem Medienprogramm. Also alles, was so lebt, jemals geflogen ist, hat ja keine Person, die da die hat sich getroffen. Ja. Das ist ja schnell. Was ist das hier alles für ein Kack hier, mein Gott. Ja. Weil da war nämlich so, das war nämlich eigentlich ganz geil, da war so ein Video, wo der Typ auch diesen Hold-Down-Stud gezeigt hat, naja, also diesen Bolzen, der unten an den SRBs dran ist, ne, mit der rauen Fläche, wo der gesprengt worden ist, hatte der da auf dem Tisch und der hatte der hatte irgendwelche Siegel, also irgendwelche Dichtungen und sowas, ne, und dann hat er auch erzählt, hat er, das war der John Coward, der irgendwie auch auf Twitter ist und Deputy sonst was war für ARIS-1X. Und er hat dann auch gesagt, ja, das war ein cooler Vortrag, den er gemacht hat. Die Leute vom External Tank, ja genau, also die Orbiter-Ingenieure, die nennen den External Tank, naja, Big Dumb Tank. Und um dann denen wieder einen Streich zu spielen, die Leute vom External Tank, die nennen den Orbiter dann The Hood Ornament. Also die Figur auf der Motorhaube, die Figur vorne. Ne? Der Orbiter ist das, ich weiß nicht, der Mercedes-Stern oder wie man sagen will, ne? der Dings Hood Ornament, ne? Motorhaubenfigur. Ja, das finde ich jetzt nicht. Das war ein geiler Vortrag, ne? John Carroll. Das war dieses eine Tweet-Up und so, und da waren die halt in diesem, ich weiß nicht, irgendwelche Twitterer waren da halt, das war irgendwie vor ein, zwei Jahren und vielleicht eher vor einem Jahr als zwei, und die waren halt da und haben da irgendwie Kaffee und Brötchen gekriegt und ein paar Vorträge oder sowas. Ne? Das war ein ganz geiler Vortrag, war schön zuzuhören, der redet sehr schön, ja. Genau, die. Wir tun die Astronauten rein, ne? Ingress, und alle anderen gehen dann 3 Meilen weg und lassen die Astronauten da sitzen im Cockpit und alle ihre Career Choices bedenken, die sie also an diese Stelle geführt haben, wo jeder vernünftige Mensch meilenweit entfernt ist, und sie auf diesem Tank sitzen mit 1000 Tonnen hochexplosiven Zeug. Ja, ja. Lol. Schön, schön. Ja, aber ich meine, bei den ESA, ich habe ja auch den Ulf Merbold gefragt, ob er nochmal umfliegen würde. Und er hat auch gesagt, also ich habe nicht Nein sagen hören. Ja. Also wenn er könnte, er würde sofort wieder in den Shuttle steigen. Eine saublöde Frage. Ja. Gut, es ist riskant, es ist immer noch riskant. Es ist immer riskant. Ja, es kann bleiben, aber wir haben mehr als genug Leute, die bereit wären, da reinzugehen. Ja, und ich meine, das Leben ist halt auch mit Risiken behaftet. Ich meine, niemand hat gesagt, dass alles immer 100% sicher ist. Beim über die Straße gehen kannst du auch überfahren werden. Ja, also, wir haben auch gesagt, er hätte sich ins Bett legen können den Rest seines Lebens. So, was hätte er dann in seiner letzten Stunde davon gehabt? Ja, genau. Genau das. Ja. Also. Ja. Geil, ja. Yes. Leute, es hat Spaß gemacht. Yes, fand ich auch super. Machen, so, jetzt komme ich morgen. Auf jeden Fall. Name? Henrik.
Hi, Geheimdienst oder ich weiß nicht, sollen wir mal E-Mail tauschen oder so? Machen wir schon, ne? Yes, yes. Was? Was? Geheimdienst? Nenne ich mich öfters im IAC meistens, ja. Also ich hänge im IAC hänge ich immer über Haskell-Kanal rum und so. Und hi, cool, danke. Control Research. Interessiert euch NASA Centennial Challenge? Geil. Was macht der? Centennial Challenge? Was macht der? Das war jetzt gerade mal der letzte. Ich zitter. So dieses NASA Centennial Challenge, wo sie praktisch Wettbewerbe auslogen und sagen, ach ja, ist das macht, bitte eine Million. Ach ja, ist das nicht, wo dann so das Team von der Uni sowieso kommt und hat da einen Mondrover oder genau, auch von noch jüngeren Leuten, vielleicht von der Schule oder von, ich weiß nicht, ne, die Hacker unten im Hacksender haben was zusammengeschraubt oder so, ne, so nach dem Motto. Jetzt mod's nicht. Aber es gibt zum Beispiel diesen Nano-Satellite Launch, 1 Kilogramm in den Erdorbit. Ah, ja. Die Flugsatz sind Studenten, die haben das auch zu leben, oder? Also Studenten werden es nicht hinkriegen. Ich habe ein ziemlich großes Team, also brauch mal, schick mal eine Mail, dann bleib in Kontakt. Ja. Space Freaks. Ich habe einen Thermodynamiker, ich habe Regungstechniker, ich habe FAM-Spezialisten, CFD, Mechanikkonstrukteure. FA was war das? FAM. Finite Elemente. Ach so, oh Gott. Ja, das machen die Ingenieure immer, ja, irgendwelche Finite-Elemente. CFD ist dann praktisch mit Flüssigkeiten und Geschichten. Okay. Und ich habe einen von Bosch, der macht so diese Verbrennungssachen. Das ist Compressed Fluid Dynamics oder sowas, ne? Computational Fluid Dynamics. Okay, das kann sein, ja. Mhm. Also, krass, hat es sehr viel Spaß gemacht. Yes, fand ich auch. Schön, dass du da warst. Tschüss.